So, dann sage ich wie immer herzlich willkommen heute im kleinen Kreise bei uns bei Carnation. Zu Gast bei uns sind heute Hossein. Man kennt ihn, man liebt ihn. Und der Rudel. Die werden uns ein wenig über Gold erzählen. Und ja, bevor ich euch jetzt lang die Show stelle, freut mich, dass ihr hier seid und legt einfach einmal los. Ja, perfekt, danke. Also, ich kenne den Rudel schon sehr lange. Schon seit 2017 sind wir in WhatsApp-Gruppen unterwegs. Speziell genommen Krypto-Bereich. Da habe ich ihn halt sehr gut kennengelernt, hat viel Erfahrung gemacht. Wir tauschen uns halt auch sehr gut aus, sehr viel. Und ja, da schneiden sich einige Erfahrungen, sage ich mal so. Er ist seit 15 Jahren im Wertpapiersektor unterwegs, verfügt über ein Fachkenntnis in der Anlage in verschiedenen Anlagenklassen wie Gold, Immobilien, Aktien, Anleihen und Kryptowährungen. Er hat auch Erfahrung im Finanzierung von Mehrfamilienhäusern und private Immobilien. Er ist auch staatlich geprüfter Vermögensberater und Wertpapiervermittler. Also er hat wirklich die Erlaubnis und die Lizenzen dazu, alles zu machen, was er jetzt vorträgt. Also Rudel, du kannst loslegen. Ja, perfekt. Danke für das Intro. First of all, danke für die Einladung und freut mich auch, dass ich hier sein darf. Wichtig vielleicht noch anzuknüpfen. Ich bin, wie gesagt, in der klassischen Vermögensberatung groß geworden, habe hier sehr viel gelernt, bin aber nicht in der Versicherungsbranche tätig gewesen, weil für mich das absolut nichts mit meiner Philosophie zu tun hat. Ich muss auch kurz sagen, ich war früher selbst Arbeiter, ja. Und weiß, wie es ist, ein Handwerk zu erlernen. Und daher habe ich auch den persönlichen Bezug zu Menschen immer gehabt und geliebt. Und ich habe mich auch deswegen entschieden, dass ich in die Wertpapierbranche einsteige, weil für mich in erster Linie das Geldsystem der faktische Grund dafür war. Ich habe mich damals mit 23 Jahren das erste Mal auseinandergesetzt mit Wertpapieren und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Schule, die wir besuchen und die Ausbildungen, die wir heute haben, alle Menschen, ja, wie wir halt sind, absolut teilweise komplett entartet sind dem Finanzsystem entgegen. Ja. Das bedeutet auf Deutsch, man lernt nichts in der Schule, das einem helfen könnte, sein Geld richtig zu veranlagen. Und hier war das für mich absolut klar, da ist Bedarf am Mann, man braucht da jemanden, der die Leute aufklärt, es gibt viel zu wenige. Die meisten Leute sind gebunden in Lebensversicherungen und Bausparer, die natürlich immer unter dem Inflationsniveau liegen, die extrem hohe Kosten im Hintergrund generieren und die Banken und Versicherungen kaufen dir quasi das Geld dann günstig ab und verkaufen es in die Wirtschaft rein. Und diesen Schneidepunkt, den wollte ich cutten und wollte die Menschen persönlich zeigen, wie sie das können. Und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht die großen Investoren gleich am Anfang angezogen, sondern ich bin wirklich auf die Mittelschicht zugegangen und auf die Kleinen und wollte es denen zeigen, ja. Das war mir wichtig. Und so habe ich eigentlich angefangen, dass ich dann in der Wertpapierbranche gelandet bin, also im Direktinvestment nennt sich das, weil das meiste sind ja keine Direktinvestments. Wenn du hörst, er hat einen Fonds oder er hat irgendwelche Wertpapiere, dann ist das meistens auf der Bank und gebunden. Das sind meistens Lebensversicherungen, ja, eine vorgebundene Lebensversicherung, eine Pensionsvorsorge etc. Um die Leute halt kurz aufzuklären, ein Fonds, ein Investmentfonds hat keine Laufzeit. Sobald man eine Laufzeit drauf hat, dann ist es entweder ein geschlossener Investmentfonds oder es ist meistens eine Polize. Ja. Warum ich das jetzt kurz erkläre, weil ich den Schwenker dann zum Gold mache. Ich will heute nicht irgendeine Finanzstunde machen, aber ich will euch natürlich ein bisschen an Input geben, damit ihr ein bisschen versteht, wie unser Geldsystem eigentlich funktioniert, ja. Und warum eigentlich Krypto geboren worden ist. Die meisten vielleicht von euch wissen es eh, aber Bitcoin ist ja eigentlich aus einem Grund geboren worden, das war die Finanzkrise 2008, ja, die ich live miterlebt habe. Ich durfte dort schon meine Kunden betreuen bei minus 50% am Aktienmarkt. Und das mit Erfolg, weil ich konnte Gott sei Dank meinen Kunden erklären, dass jetzt die größte Chance am Finanzmarkt ist, einzusteigen. Bei minus 50%, das ist Ausverkauf. Und das ist natürlich in einem Land wie Österreich ziemlich schwierig, weil die Mentalität dahingehend ist, dass wir keine Schwankungen vertragen, weil wir das eben, wie vorhin gesagt, nicht in der Schule lernen. Und natürlich auch in Deutschland nicht oder in der Schweiz, das ist egal wo. Wobei die Schweizer schon ein bisschen mehr Verständnis haben und ein bisschen mehr in die Richtung gehen, das muss ich auch sagen, ja. Aber
Das Hauptproblem in Österreich und in Deutschland ist, wir werden quasi finanztechnisch absichtlich dumm gehalten. Kurz um euch zu erklären, ein guter Freund von mir kommt aus dem jüdischen Viertel in Wien. Ich selber komme aus Linz in Österreich. Und der hat mir mal erzählt, also da ist sowieso meine ganze Welt einmal kurz zusammengebrochen, wie ich das erfahren habe. Was lernt ein durchschnittlicher Deutscher und Österreicher in der Schule? Was lernen wir? Wir sollen brav lernen, wir sollen eine Ausbildung machen, wir sollen arbeiten gehen, wir sollen Geld verdienen. Apropos Geld verdienen, das Wort verdienen kommt von dienen. Dienen tut meistens dann wer? Ein Sklave, das wissen wir alle. Und das ist halt die Thematik. Das heißt, wir fangen an, in das Hamsterrad einzusteigen. Natürlich gibt es ja keine andere Möglichkeit, möge man meinen. Ja? Und dann sagt mein Kumpel zu mir, weißt du eigentlich, was der Gegensatz zu uns Juden ist? Was wir in der Schule lernen, im jüdischen Viertel in Wien zum Beispiel, in diesen Schulen wird gelehrt, werde Unternehmer, nicht Arbeiter. Lege dein Geld in Aktien, Immobilien und Edelmetalle und Diamanten. Und bei uns Arbeitern oder diejenigen, die zur Schule gegangen sind, wir haben nur was? Den Sumsi-Onkel, den Sparefroh in Österreich. Geh Weltbauspartag machen, investiere dein Geld am Bausparer, geh zum Versicherungsonkel, weil der verwaltet die ganze Familie und investiere dein Geld in eine Lebensversicherung. Und natürlich arbeiten gehen bis zur Pension. Und dieses Pro und Contra hier, was man sieht, dass eigentlich schon alleine die Mentalität hier eine große Differenz hat, nur weil der jüdisch aufgewachsen ist, wird der zum Unternehmer erzogen. Das sieht man schon mal. Das ist jetzt nichts Schlechtes gegen Juden, bitte. Auf keinen Fall, sondern positiv eher. Ja? Dass die schon, die haben dieses Verständnis. Die sind Kaufleute. Ja? Und genauso funktioniert halt unser System. Ja? Die Bank ist nichts anderes als eine Firma. Das müsst ihr euren Eltern und euch ins Gehirn eintrichtern. Und eine Firma hat da ein Ziel, maximale Gewinne zu erwirtschaften. Und was hat die Bank für ein Produkt? Das Produkt Geld. Sie kauft euch Geld billig ab und verkauft es teurer weiter. Und das muss man verstehen. Geld billig abzukaufen bedeutet, immer unter der Inflation zu sein. Und die investieren quasi das Geld dann in die Inflation. Weil was ist Inflation? Das muss man ja verstehen. Aber da kommen wir ja später noch dazu bei der Präsentation. Und ich würde jetzt auch die Präsentation gleich starten, weil das war ja schon das Stichwort. Wir haben jetzt eine Zeit, die sehr interessant wird. Also für euch, eure Generation, extrem. Ich bin ja schon 42. Ja. Für mich ist halt das, ich habe halt mehrere Krisen mitgemacht. Ich habe die Dotcom-Krise, Dotcom-Blase mitgemacht. Ich habe die Subprime-Krise mit den Subprime-Anleihen im 2008er schon hinter mir. Und ich habe natürlich mehrere Kriegsszenarien, sei es Jugoslawienkrieg, Irakkrieg, der erste, der zweite. Das habe ich alles live miterlebt. Ja. Ich bin zwar nicht im Krieg gewesen, aber von den Kursen und von der Börse habe ich das mitbekommen, peripher. Ja. Und da ist es halt wichtig, dass man sich in dieser Zeit, die ja natürlich kritisch ist, aufstellt. Wir werden es vielleicht erleben, dass ihr und wir, unsere Generation, das erlebt, was unsere Großeltern erlebt haben. Und das ist nicht schön. Ein 1928er Szenario mit einer Hyperinflation und einer anschließenden Währungsreform, wo sämtliche Werte enteignet worden sind, es Zwangshypotheken gegeben hat, teilweise Goldverbot und alles Bargeld wertlos war. Die Gewinne aus diesen Krisen waren dann wieder wer? Die Reichen. Denn die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Aber die Reichen werden nicht reicher, weil sie schon reich waren. Natürlich gibt es Leute, die, wenn sie reich geboren sind, das Kapital schon am Anfang haben. Aber die Reichen sind deswegen reich, weil sie wissen, wie Geld funktioniert. Und das ist das Wichtigste, das Geldsystem zu verstehen. Ja? Geld ist immer ein Schuldschein. Ja? Es heißt der Geldschein. Der Schein drückt, auf gut Deutsch gesagt. Ja? Oder die EZB druckt. Ja? Der Schein drückt und die EZB druckt oder die Federal Reserve druckt. Ja? So kann man das sehen. Aber wie gesagt, ich starte jetzt mal meine Präsentation. Das war jetzt kurz das Intro auch, dass ihr kurz mal so ein bisschen Einblick habt. Also geldsystemtechnisch könnte ich hier eine eigene Präsentation machen. Ich glaube, dass viele Leute dann 2 Tage eigentlich nicht mehr schlafen können, wenn ich das machen würde. Aber das waren halt früher Fakten und keine Verschwörungen, sondern ich habe wirklich meine Quellen angegeben. Und früher war ja das schon Verschwörung, wenn du sowas erzählt hast. Ja? Aber heute ist das ganz normal. Man redet in den Medien über das. Ja?
Und das ist halt interessant, wenn man das ganze System versteht. So. Ihr hört mich noch? Passt das alles? Wir hören dich noch. Ja, Perfekt. grundsätzlich, ich muss sagen, es gab ja einiges, wo ich einhaken konnte. Ich muss sagen, ich verstehe vollkommen, zum Beispiel das mit der Versicherung. Versicherungen sind auch so eine Sache. Ich habe mich da mal rangewagt, sage ich jetzt mal. Aber Ja. ich selbst überhaupt kein Freund von denen. Ich weiß, dass die eigentlich nur daran interessiert sind, nicht zu zahlen. Also Ja. dahingehend mir schon mal sympathisch, dass du sagst, okay, Versicherungen eigentlich nein. Und ja, im Großen und Ganzen das Geldsystem, was du eben angesprochen hast, es empfiehlt sich halt wirklich, weil es sprengt jetzt wahrscheinlich den Umfang, das jetzt wirklich so vollkommen zu erklären. Aber schaut euch da mal so ein, zwei Videos auf YouTube an, wie das funktioniert. Glaube, irgendwo mit so einem Störgeräusch drinnen. So, Ich jetzt habe ist auch es eins weg. gehabt. Ist weg? Jetzt ist weg. Jetzt ist es weg. Jetzt ist wieder da. Bin aber nicht ich, oder? Nein, ich denke nicht. Ja, beim Geldsystem waren wir. Zwei Videos. Du Genau. meinst Zeitgeist, oder? Ah, ich weiß nicht welches, aber ich habe mir da letztens erst so eine Dokumentation angeschaut, wie das Ganze eben entstanden ist, das Bankensystem, das Geldsystem. Ja. Und dass du einfach einen realen Wert in der Bank gelagert hast und dafür halt quasi eine Wertbescheinigung bekommen hast. Ja. Und das war halt das Geld. Ja. Und irgendwann hat man das dann so umstrukturiert, dass man die wesentliche Wertbescheinigung dahinter einfach weggelassen Genau. hat, ja. Die Ready to Geldmenge künstlich so aufgeblasen hat, dass wenn jetzt zum Beispiel alle Leute gleichzeitig zur Bank gehen würden und sagen, wir wollen unser Geld haben, dann könnte die Bank das nie herausgeben, weil es dieses Geld gar nicht mehr gibt. Genau, dann gibt es das sogenannte Bankenrun und da würden die Bankensysteme zusammenbrechen. Genau. Genau, ist dasselbe wie bei einer Versicherung. Eine Versicherung hat ja auch im Prinzip nicht für alle das Geld, sondern kann halt immer nur dem, der es gerade braucht, das Geld geben. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Naturkatastrophen passieren, sieht man ja auch in Amerika oder sonstigen Ländern, dass dann die Versicherungen reihenweise bankrott gehen. Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich muss mich kurz noch entschuldigen, ich bin ein bisschen angeschlagen noch. Das heißt, es könnte sein, dass ich manchmal husten muss. Durch das, dass ich auf der Präsentation bin, kann ich nicht muten. Ich hoffe, es stört euch nicht, ja? Nein, du, bitte, mach dir keine Sorgen. Jo, na, bei den Versicherungen ist es so kurz erklärt nur, die Policen, Beispiel, ganz einfach erklärt. Von 100 Euro, die du sparst, früher war es vor 10 Jahren, war es extrem noch, vor 20 Jahren ganz extrem, da sind vielleicht von 100 Euro 30 Euro angespart worden, der Rest waren Verwaltungskosten. Jetzt ist es ja schon so, dass teilweise 70 Euro veranlagt werden oder 60, 70 und 30 an Kosten draufgehen für die Bank oder für die Versicherung, ja? Und wenn du halt einen Investmentfonds besparst, dann hast du maximal, wenn es ein ETF ist, null, dann sparst du 100 und 100 gehen rein. Und wenn du einen super gemanagten aktiven Investmentfonds hast, dann hast du 5% Kosten, nämlich das AG oder 2% oder 1% oder 3%. Ja? Das sind die Kosten von Direktinvestments. Und du hast keine Laufzeit. Ja? Eine Versicherung ist immer gut, das zum Ergänzen, fürs Versichern. Eine Versicherung ist gut zum Versichern für mein Auto, für mein Ableben, rein nur das Ableben. Ich rede jetzt nur Sterbeversicherung, gibt es ja auch. Das ist gut. Sowas ist in Ordnung. Weil wenn ich sterbe, kriegt meine Frau eine halbe Million Euro zum Beispiel. Ja? Das ist gut, weil Krebs, Autounfall. Das Was dürfte ist dein Geräusch? Aber da hat sich irgendwer das Mikro angemutet, oder? Das kann es ja nicht sein, aber es ist alles gemutet. Na gut, jetzt. Jetzt mysteriös. Das war jetzt nicht ich, oder? Nein. Also eigentlich würde ich sagen, nee, aber Bubble ist gerade raus, alle anderen sind gemutet, ich habe keine Ahnung, wo es sonst herkommen soll. So, ich bin wieder da. Das Störgeräusch ist weg. Keine Ahnung. Ja, Dann. ich habe auch gemutet gehabt und ich war es dann nicht, weil normalerweise ist das ja nur eine Überschlagung vom Mikrofon, ne? So hat sie sich jetzt angehört. Okay, dann gehe ich Ich wieder zurück. will die Technik nicht, aber jetzt sind wir eh wieder gut dabei. Perfekt. Dann fangen wir an. Okay, ja, ganz gut erklärt, ein kurz erklärt.
aber ich war jetzt auch gemutet. Irgendwas dürfte bei dir teilweise Rückkopplungen haben. Ja, komisch. Warte, wenn ich laut werde, oder? Hallo? Nee. Komisch. Geht's noch? Ja, das ist ja ganz komisch. Okay, dann probieren wir es einmal. Aus dem Handy bin ich auch raus, oder? Im Handy bin ich nicht mehr drin auf Telegram. Nee, das habe ich zugemacht. Das kann es nicht sein, Rückkopplung. Ja, schwierig. Okay, auf ein neues. Kurz erklärt, die Firma, für die ich arbeite, oder beziehungsweise die mein Partner im Goldsegment ist, ist die Novem Gold. Die Novem Gold ist in Österreich gegründet worden und ich muss dazu sagen, ein bisschen bin ich mit beteiligt gewesen an der Gründung, weil die Jungs haben eine tolle Idee gehabt. Ja? Sie haben den klassischen Goldvertrieb gepaart mit Kryptos vereint und sind auch einer der wirklich, und das kann ich bezeugen, der wirklich Ersten, die zu 100% einen goldgedeckten Coin, der zu 100% goldgedeckt ist und das sogar im Tresor in Österreich zu besichtigen ist, das Gold. Und das war halt, der Mario ist schon, hat seine Goldlehre begonnen vor 30 Jahren, vor 30 Jahren hat er das Goldhandwerk erlernt und wie der Dubai-Markt aufgemacht hat, war er einer der ersten unten, der sich auch dort quasi eine Eigentumswohnung gekauft hat und sein Goldhandwerk dort unten ausgeführt hat. Was demzufolge natürlich, wie er von Anfang an dabei gewesen ist, eines gehabt hat, nämlich dass er riesengroßes Netzwerk in Dubai hat mittlerweile, besonders im Goldsektor. Er hat zu den größten Scheideanstalten, zu den Themen kommen wir vielleicht nachher noch, hat er Zugang, das heißt, die das Gold direkt herstellen. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, wenn man im Goldverkauf ist. Ganz kurz, wenn euch irgendjemand erzählt, er hat ein billiges Gold, das ist 20% billiger, möchte ich immer gleich einhaken, das ist alles Bullshit, glaubt denen nicht. Es gibt kein billiges Gold. Gold ist immer gleich teuer, ja. Und das Einzige, das man wirklich günstig bekommen kann oder günstiger bekommen kann, sind die Stückelungen. Und da geht es um die Prägungen, ja. Die Prägung an sich, das erkläre ich euch später noch, die kann man billiger bekommen. Aber Gold hat immer denselben Preis. Das heißt, sobald ihr euch irgendjemand erzählt, bei uns kannst du Gold sparen und dann kriegst du dein Gold irgendwann zugeliefert. Es ist möglich, es gibt gute Firmen, die das machen, aber ich würde zu 90% sagen, das sind Betrüger und Scammer. Meine Intention ist, Gold in physischer Form zu Hause zu haben und auch in physischer Form zu kaufen. In physischer Form zu kaufen und nach Hause senden lassen zum Beispiel, ja, oder in physischer Form gleich dort vor, bei uns zum Beispiel im Linz oder im Wels im Novem Shop abholen. Ja, wir liefern natürlich auch zu, alles mit Versand und so, mit Versicherten und das ist auch wichtig. Ja, das Krypto-Thema von den Coin sprechen wir, dann können wir später noch ein bisschen ansprechen. Ich gehe jetzt trotzdem einmal in die Präsentation rein. Ja. Edelmetalle sind ein wichtiges Gut immer schon gewesen. Ja. Warum Edelmetalle? Ich spreche jetzt nicht nur Gold an, sondern auch Silber. Ja. Natürlich auch Platinum, wobei ich eher zu Silber tendiere wie zu Platinum und eher zu Gold. Ja. Es gibt dann noch Industriemetalle, die interessant sind, wie Indium, Gallium und Germanium. Die kann man auch kaufen und sind auch für die Zukunft empfehlenswert zu kaufen. Ja, besonders vielleicht in Minenaktien auch zu investieren, das wäre auch nicht schlecht. Warum ist jetzt quasi Gold oder Edelmetalle in aller Munde wieder? Wir haben eines, eine sehr hohe Inflation oder Geldentwertung. Gold ist in Wirtschaftskrisen immer sehr wichtig. Im 2008er Jahr, ich weiß nicht, wer von euch das wirklich live miterlebt hat und schon in der Finanzbranche sich ein bisschen beschäftigt hat, 2008 ist der Goldpreis das erste Mal knapp bei $2,000 gewesen. Und davor sind wir rumgetümpelt bei 300, $200. Das heißt, eine Krise, eine Wirtschaftskrise löst immer eines aus, die harte Währung, zu der man zurückkehrt, wird wieder interessanter. Das heißt, Sachwerte an sich, ja, alles, was man angreifen kann, weil das Vertrauen natürlich in die Banken und in diese sogenannten Währungen natürlich teilweise absolut nicht mehr gegeben ist. Und natürlich haben die Leute dann auch fehlende Anlagemöglichkeiten oder Alternativen, weil wenn ich halt am Sparbuch 1% bekomme, dann ist das für mich keine Veranlagung. Dann ist das für mich eine Veranlagung oder beziehungsweise eigentlich keine Veranlagung. Wie könnte man das nehmen? Ja, da kaufe ich mir lieber Klopapier darum. Das heißt, das ist katastrophal. Ja,
Weil im Klopapier ist, glaube ich, mehr wert geworden in den letzten Jahren als das Sparbuch. Das konnte ich besser verkaufen danach, ja, vom Zins her oder beziehungsweise der Inflation. Wir haben ein niedriges Zinsniveau, das habe ich gerade angesprochen, und natürlich ein hohes Ausfallrisiko bei vielen Produkten. Man sieht es ja auch, Staatsanleihen, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, unser Pensionssystem, jetzt war ein Zeitungsartikel bei uns in Österreich, ist bei euch in Deutschland oder in der Schweiz ist ähnlich. Da gibt es zum Beispiel die VBV-Vorsorgekasse. Hier werden eure Abfertigungen und Pensionen reingezahlt. Und die VBV hat dieses Jahr 7% Minus gemacht. Mit sehr risikolosen Wertpapieren. Weil, das muss man schon wissen, unsere Pension wird ja nicht auf ein Konto gelegt, sondern das wird auch in Wertpapieren veranlagt. Und eine Staatsanleihe ist dann gefährlich, wenn der Staat pleite geht. Ja? Wir sind jetzt EU, wir haben den Euro, es sind ja mehrere Staaten, aber seid euch eins bewusst, dass der Euro nicht brechen kann, das glaube ich, glaubt ihr alle. Und ich bin mir auch definitiv sicher, dass er brechen wird, und zwar absichtlich. Ja? Weil wir tendieren in eine andere Richtung, und diese Richtung ist einfach irgendwann einmal ein neues Geldsystem aufgebaut auf irgendeiner digitalen Währung. Und in diese Richtung wird es auch gehen. Ja? Dazu gibt es eben diese CBDCs, also diese Kryptobanken, die gerade in Amerika initiiert werden und in China. Und die werden irgendwann auf kurz oder lang in den nächsten 10 Jahren dafür sorgen, dass alles nur mehr digital abläuft, dass sie alles überwachen können. Und dann gibt es nichts mehr Euro und Bargeld, sondern dann gibt es einen digitalen Euro vielleicht oder einen digitalen Dollar oder einen digitalen Yuan. Und ja, in diese Richtung bewegt sich alles. Aber das ist natürlich auch sehr gefährlich, weil wenn der Knopfdruck mein Konto gesperrt ist, kann ich nichts mehr überweisen. Und daher kommen wir zu dem Thema Gold. Gold an sich ist in der Form von Münzen und Barren möglich zu kaufen, schon seit 500 vor Christus. Es war auch immer dort ein Zahlungsmittel. Es ist natürlich speziell in den Krisenzeiten, wie wir davor schon gehört haben, bei hoher Inflation eine gute Anlage. Aber ich würde, wie wir eingangs erwähnt haben oder wie es du schon auch gesagt hast, Babbel, würde nicht auf Gold alleine setzen. Ja, zum Ausgleich, zum Diversifizieren, also zum Streuen ist es sehr wichtig. Und vor allem, wenn irgendwann einmal ein Blackout wäre, ja, Beispiel, ja, mit was kann ich dann zahlen? Kann ich dann mit Kryptowährungen zahlen? Nee, gibt kein Internet, ich kann nichts verkaufen. Gibt es dann Bankenschalter, wo ich Geld abheben kann? Nee, kann nichts verkaufen. Aber mit Gold und Silber bekomme ich immer Naturalien bei jedem Bauern oder bei irgendwen, wo ich hinfahren kann, weil es quasi der alte Tauschhandel ist. Und vielleicht schreibt ihr euch das auf. Es gibt einen coolen Film, der heißt Fabian der Goldschmied. Den habe ich vor 14 Jahren, eigentlich im ersten Jahr, wo ich angefangen habe, glaube ich, hat es dieses Video schon gegeben. Fabian, gib mir die Welt plus 5%. Vielleicht schreibt ihr das in den Chat rein. Fabian der Goldschmied. Das ist ein Zeichentrickfilm und der ist vom Kopf, von irgendeinem Verlag, glaube ich, aber das ist so genial und einfach erklärt, da versteht man einfach, wie das Geldsystem eigentlich aufgebaut ist anhand von diesem Beispiel. Aber wie gesagt, zurück zum Thema. Gold bringt natürlich keine Zinsen und das ist halt das Problem. Gold hat keinen Zinseszins, bringt keine Zinsen, sondern ist nur ein Wertbestand. Und das muss man immer vor Augen halten, wenn man Gold kauft. Man wird jetzt nicht 200, 300, 400% machen wie in Kryptos oder man wird nicht 100% in 3, 4 Jahren machen wie in Aktien oder wie manche Aktien ein paar tausend Prozent. Das wird es natürlich nicht spielen. Aber, wie schon vorher erwähnt, es ist wertbeständig. Es gibt seit Ewigkeiten. Ja? Anders natürlich bei anderen Sachen, die wir uns natürlich später anschauen werden. Es gibt natürlich in diversen Zeitungen, dass Gold derzeit der sichere Hafen sein kann. Gold wird auf 3.000 Dollar, auf 4.000, auf 5.000 prognostiziert. Ja, auf diese Sachen gebe ich ehrlich gesagt sehr wenig. Prognostizieren von irgendwelchen Kursen bei Gold ist schon immer schief gegangen, weil, ja, weil natürlich der Goldpreis massiv manipuliert wird. Ja? Wieso wird der Goldpreis manipuliert? Ich kann euch nur eines sagen, dieser Herr, der da diesen weisen Spruch gemacht hat, Papiergeld ist wertlos, wer Gold hat, hat immer Geld, Gold und wirtschaftliche Freiheit sind unteilbar. Das ist der ehemalige Notenbankchef Sir Alan Greenspan, also der Grünspan. Ja. Der Name sagt es natürlich schon aus, auch jüdischer Herkunft. Und klick mal da auf Ausblenden. Bitte? Klick mal da auf Ausblenden. Ah, okay, Entschuldigung. Thank you.
kurz stumm rudeln und dann jetzt ist es wieder weg. Ja, jetzt ist es weg. Habt ihr mich stumm geschaltet und wieder eingeschaltet? Jetzt ist es wieder da. Das ist komisch. Vielleicht hat das mit der Präsentation zu tun. So. Jetzt geht's. Okay. Ich darf vielleicht mit der Maus nicht fahren. Ich darf nur mit den Tasten drücken. Wie gesagt, er war der ehemalige Notenbankchef und da hat natürlich Ahnung. Und jetzt kommen wir zum Thema zurück. Der Goldpreis wird massiv manipuliert, ja, an den Future-Märkten. Also die Future-Märkte sind die, wo man Long und Short gehen kann, wer von euch da ein bisschen Ahnung hat. Das heißt, es gibt also den sogenannten Hexensabbat, an dem werden immer die Goldkontrakte gekauft, entweder Long oder Short. Aber meistens sind so viele Short-Positionen drinnen, dass die durch die Long-Positionen niemals aufgehen können. Und durch das haben wir das Problem, dass Goldpreis eigentlich nach unten gehalten wird die ganze Zeit. Realistisch müsste der Goldpreis mindestens schon $4,000 sein, wenn man sich die derzeitige Inflation ansieht. Nur, es gibt diverse Klagen jetzt gerade im Hintergrund, das habt ihr vielleicht noch nicht so mitbekommen. JP Morgan hat eine große Klage hängen, ein JP Morgan Banker, der den Goldpreis manipuliert hat. Und mittlerweile auch ganz, ganz große Banken stehen schon auf der Liste von den Staatsanwälten, die das jetzt überprüfen. Es kann sein, dass man in den nächsten Jahren wirklich was sieht, eine andere Bewegung wirklich mal nach oben, oder es löst sich wieder alles im Wohlgefallen auf, weil die alle wieder geschmiert werden bis zum geht nicht mehr. Aber es tut sich momentan ein bisschen was. Schauen wir mal, vielleicht ändert sich in die Richtung was, dass der Goldpreis noch ein bisschen höher geht, als er eigentlich sein oder so hoch geht, wie er sein müsste. Egal, kurz zum Thema auch Gold, weil viele sagen, ja Gold, ja, gibt es eh ordentlich viel. Um einmal das wirklich auch plastisch oder beziehungsweise bildlich zu sehen, wie viel Gold gibt es eigentlich. Ja? Das tatsächlich geschürfte Gold bis heute sind 205.000 Tonnen Gold. Das sind ca. 6,9 Milliarden Unzen. Und diese Menge würde unter den Eiffelturm passen in Form eines Kubus mit einer Kantenlänge von 21,99 Meter. Also das ist natürlich nicht viel eigentlich, wenn man das so betrachtet. Ja? Das heißt, wenn jeder auf der Welt Gold kaufen würde, würde es ungefähr so aussehen wie bei Bitcoin. Ja? Das war ja eigentlich die Idee von Bitcoin, dass es nicht unendlich ist, sondern endlich ist. Ja? Nur, ich sage immer, Gold und Bitcoin sind eigentlich Geschwister. Weil Bitcoin ist für mich das digitale Gold und Gold ist für mich das, was ich angreifen kann. Wobei natürlich von den Renditen braucht man nicht sprechen. Bei Bitcoin natürlich extrem für sich sprechen. Ja? Nichtsdestotrotz, wie schon vorher erwähnt, würde ich auf alle Fälle Gold aus dem Gedanken, sie können uns den Strom natürlich abdrehen, es kann eine Naturkatastrophe passieren, es kann ein Bankenverbot kommen, dass die Banken, zum Beispiel ein Kumpel in Paraguay hat eine Mining Farm, der hat alles in Kryptos und hat nichts am Konto, hat keine Bank, nichts. Und dann hat ihm die Bank das Konto gesperrt. Der konnte nichts mehr auszahlen. Der konnte nicht einmal außer Landes gehen oder sich irgendetwas zu essen kaufen. Von heute auf morgen war er komplett abgeschnitten. Und da sage ich wieder, aus diesem Grund sollte man schon Gold haben, ja. Zumindest wenn man nicht auf das Geld vertraut, Gold. Ich kann es dann ja in Geld umtauschen, ja. Aber das sind halt diese Sachen, die ich immer in Betracht ziehen muss. Die Verteilung der Goldmenge, ja, ist 17% ist bei den Notenbanken, 46% ist Schmuck und Industrie, 22% sind private Investments, das sind meistens die Staaten, ja, die haben das im Keller gebunkert oder sonst irgendwo. Russland, China, ja, einer der größten, die zu den 22% gehören. Und natürlich, das andere ist in Handys und im Lamborghini und solche Sachen dahin, ja. Also, das ist halt, ja, wenn du einen vergoldeten Lamborghini hast, zum Beispiel. Und diese Sachen sind halt, ja, teilweise kommen die auch aus dem Handy nicht mehr so leicht raus, ja. Es kann nicht mehr so leicht rausgetan werden. Also, die 15%, die können leicht verschwinden, sage ich mal. Im Elektroschrott irgendwo auf einer indischen Baustelle oder in China. Ja, die Inflation haben wir schon angesprochen. Der größte Feind des Geldes ist die Inflation. Und dass man mal wirklich die Inflation plastisch versteht, dass ihr das einmal seht, was eigentlich Inflation ist. Ja. Ich konnte mir 1910 einen Anzug mit einer Feinunze Gold kaufen, ja, einen Maßanzug. Und dazumals waren das $20. Ja. Ich kann mir heute wieder um eine Unze, genau dasselbe, wieder einen tollen Maßanzug kaufen. Ich rede jetzt wirklich von richtig tollen, ja, dann zahle ich natürlich $1,500.
Ja? Und da muss ich schon sagen, hier sieht man das erste Mal tatsächlich, was eigentlich Inflation bedeutet. Ja? Der Dollar ist heute noch da, früher 20, heute 1500. Ja? Natürlich verdienen die Leute mehr, aber sind wir uns mal ehrlich, wenn die Inflation 10% ist und ich 5% mehr Lohnerhöhung bekomme, dann werde ich ja plastisch immer ärmer. Ja? Der eine oder andere mag ja sagen, ja, eigentlich geht es uns ja besser als wie vor 30 Jahren. Das stimmt schon, ja, weil die Produkte immer billiger geworden sind, Massenproduktion die Qualität natürlich vernachlässigt hat und wir natürlich den ganzen Müll, das ganze Gift heute zu uns nehmen. Ja? Weil es einfach immer billiger wird, weil es einfach schneller zum Produzieren geht. Früher hat es einen Fleischhacker gegeben, da ist man hingegangen. Heute gibt es Maschinen, die das alles vorbereiten. Ja? Dann sterben wir mal ein paar hunderttausend Hühner oder so. Ja? Jede Sekunde geht der Kopf runter. Zack, 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 zack. Das war ja früher nicht so. Ja? Das ist natürlich dann klar, aber die Qualität lässt zu wünschen übrig. Aber nur kurz hier erklärt, dass ihr das plastisch seht. Die Kaufkraft blieb konstant. Natürlich Inflation veränderte den Preis. Das ist einer meiner Lieblingsbeispiele. 600 vor Christus, Babylon, eine Unze Gold, hattest du 350 Kleid Brot bekommen. 2022 für eine Unze Gold kriegst du dasselbe. Ja? Das heißt, Gold ist beständig. Die Kaufkraft ist gleich geblieben. Eis, wer kennt es nicht? Der Sommer kommt jetzt bald. Ich habe es leider nur in Schilling, liebe Deutsche und liebe Schweizer, sorry. Die Österreicher wären jetzt natürlich 80er Jahre, ja, da bin ich geboren. Da hat ein Jolly gekostet 3,50 Schilling. Ja? Und heute kostet ein Jolly 0 Euro oder beziehungsweise 65 Cent. Das sind 8,94 Schilling. Ja? Früher hatte ich quasi für 50 Schilling 14 Jollies bekommen, heute kriege ich 5. Das ist Inflation. Ich habe mich immer gefragt, ob das Eis teurer geworden ist, weil die Yves Lengor, oder wie die da heißt, da oben ist auf dem Bild, die man zahlen muss, aber anscheinend hat das nichts mit ihr zu tun, weil sie Werbung macht, sondern generell, ja. Wieder da, hallo? Hört ihr mich? So, jetzt geht's. Ja, komisch, aber ich habe jetzt nichts getan anderes als vorher. Ja. Okay, Gold ist besser als jede Währung. Hier seht ihr das jetzt. Hier, das sind die Währungen, die vergangen sind. Ja. Das ist aber nicht so, wie wir vom Schilling auf Euro umgestellt haben, diese versteckte 30%ige Inflation, weil alles, was quasi 7 Schilling gekostet hat, hat nachher 10 Schilling gekostet. Ja. Das ist so gewesen. Das war eine Währungsumstellung. Von Schilling in Euro, bitte, das muss ich immer erzählen, war eine Währungsumstellung. Ja? Eine Währungsumstellung ist ja nur, dass man die Inflation besser verstecken kann, weil bis die Leute das checken, wie das neue Geld gewechselt werden muss und wie das halt entsteht, das dauert natürlich bei den Menschen. Und da kann man sie halt quasi bescheißen. Ja? Das hört sich jetzt so an, aber das war ja so, wir wissen das alle. Was ich früher bekommen habe für 100 Schilling oder für 500 Schilling, ich kann euch das so kurz erklären, für 500 Schilling konnte ich einkaufen gehen, das sind 35 Euro gewesen und bei mir war der Einkaufskorb randvoll. Wie der Euro gekommen ist, habe ich 100 Euro gebraucht und der Korb war auch randvoll. Das heißt, circa 7 Jahre nach der Einführung vom Euro kostete derselbe Korb an Lebensmitteln oder derselbe Wagen das Doppelte. Am Anfang waren es nur 20%, dann sind es 30% und hinauf auf 50%. Und was heute los ist, das habe ich euch eh vorgezeigt, Katastrophe. Aber alle anderen Währungen, die ihr hier seht, die Gulden, Kronen, diese Schilling, die Reichsmark und von der Reichsmark auf den Schilling, das waren sogenannte Währungsreformen. Das bedeutete, die Menschen, die bei dieser Umstellung auf die neue Währung was bekommen haben, haben das ganze Geld verloren. Das war eine Enteignung, eine Hyperinflation eigentlich, von über 99%. Das heißt,
100 Euro waren in der neuen Währung dann, oder die Währung war nur mehr einen Euro wert. Hyperinflation ist das Endstadium, bevor meistens eine Währungsreform kommt. Das, was wir jetzt haben, nennt man eine sogenannte galoppierende Inflation. Die galoppierende Inflation, zuerst kommt die trabende, dann die galoppierende und dann die Hyperinflation. Hyperinflation, bestes Beispiel, braucht ihr euch nur ein paar Videos ansehen auf YouTube, Venezuela. Ein guter Kumpel von mir war vor 2 Jahren unten auf Urlaub, Freunde besuchen. Das läuft folgendermaßen ab. Wenn du einkaufen gehst, nimmst du einen Rucksack Geld mit. Und diesen Rucksack Geld musst du dann auspacken und auf eine Waage legen. Und das Geld wird nur mehr gewogen. Und dann bekommst du für, sage ich mal, 300.000, 400.000 Boulevard oder wie das heißt, eine Rolle Klopapier. Das ist Hyperinflation. 90% Inflation in der Türkei ist immer noch keine Hyperinflation, sondern bei Hyperinflation reden wir von einer monatlichen Inflation von über 1000%. Ja? Und das ist halt in Venezuela passiert. Dann wird der Geldschein, wird dann mit mehreren Nullern ausgestattet. Dann sind es halt nicht mehr, du gehst nicht mehr mit 100 Euro einkaufen, sondern mit 10 Millionen Euro und bekommst gerade mal ein Leibbrot. Das ist Hyperinflation. Das haben unsere Großeltern alle erlebt. Braucht ihr nur, wenn ihr eure Großeltern noch habt und die so 70 Jahre alt sind, die wissen das noch, ja. Die wissen das noch von den Eltern. Die Urgroßeltern, ich hatte meine Oma noch, Gott sei Dank, die ist leider jetzt dieses Jahr verstorben, aber die war 90 und die hat das live miterlebt. Kann ich die Geschichte kurz erzählen? Die haben das Geld in den Kamin geworfen und mit dem Geld geheizt, weil die Kohle, die sie kaufen wollten, und das Geld teurer war als das Geld, das sie hatten zum Verheizen. Das nächste war das. Was mussten die machen? Das ist jetzt kein Witz, was ich euch erzähle. Das ist keine Dramatisierung oder irgendwie, dass ich das Ärger darstelle, als es ist. Die haben Holzspäne mit Schweineblut angerührt und haben das gegessen, weil sie nichts hatten. Und das könnt ihr euch in der Geschichte wirklich, könnt ihr das googeln, was ich euch erzähle. Denen ist es richtig nass reingegangen. Denen ist richtig schlecht gegangen. Und das ist halt das, warum ich mir auch diesen Job gerne an die Brust gehängt habe. Weil ich rausgehen will zu den Leuten und sage, hey, wenn du dazumals schon Aktien gehabt hättest, hättest du das Ganze, oder Edelmetalle, Gold und Silber, hättest du das Ganze überlebt mit Leichtigkeit. Denn dein Geld wäre nie weniger geworden, sondern du wärst reicher geworden, weil die Reichen ja immer reicher werden, egal ob Krisen kommen oder nicht, die werden immer reicher, glaub mir das. Das ist Katastrophe, weil die den Zinseszinseffekt nutzen, ja. Und wenn das System nicht abgeschafft wird über Bitcoin oder andere Kryptowährungen, dann werden wir das noch 100 Jahre haben. Das heißt, die Menschen arbeiten ihr Leben lang extrem hart, bauen das Land auf, das Land macht Schulden, der Staat macht Schulden, die Banken machen Schulden. Die Zeche zahlt immer der Bürger. Wir sind alle Staatsbürger. Merkt euch denn mal den Namen Bürger. Wer ist denn ein Bürger? Nicht Bürger. Ah, nicht Bürger, Entschuldigung, Bürger sind wir. Wir sind Bürgen. Wir bürgen für den Staat. Ein Bürger ist einer, wenn ich mir einen Kredit aufnehme, nehme ich den rein. Das ist ein Bürger, der bürgt dann für einen Kredit. Und wir bürgen alle für den Staat seinen Kredit. Und jeder Österreicher, der geboren wird, ist wieder mehr Geld für den Staat. Dass man das einmal weiß, das ist jetzt kein Witz, was ich euch erzähle. Der Staat kann nur so viel Geld drucken lassen von der EZB oder von der Federal Reserve in Amerika, wie er auch Bürger hat. Das ist abhängig von Menschen, die arbeiten gehen. Und natürlich auch von dem Wirtschaftswachstum im Hintergrund. Das, was natürlich von Menschen produziert wird. Logisch. Und natürlich auch, wenn dann alle Menschen nichts mehr haben, dann gibt es keine Wirtschaft mehr und dann bricht das System zusammen. Aber die Reichen hat es nie erwischt. Weil die haben ihre Sachwerte, ihr Gold, ihre Immobilien, ihre Aktien immer noch. Und die Firmen, in die sie investiert haben, wie Mercedes, VW nach dem Weltkrieg, gibt es heute noch. Ja. Es wird auch die nächsten Firmen nach dem Krieg, Autofirmen, Automobilfirmen und andere Firmen, Lebensmittelfirmen, Energiefirmen geben, auch wenn die Währung Euro weg ist. Aber die Menschen da draußen, die ihr Geld in Euro verdienen und arbeiten gehen für Euro, die werden wieder alles verlieren. Ich hoffe halt, dass es bei der nächsten Währungsreform nicht so ist, dass die Menschen da sitzen und nichts mehr tun, sondern die müssen jetzt wirklich einmal erkennen, dass es nicht mehr so weitergehen kann und sich das auch nicht gefallen lassen. Ja? Ich rede jetzt nicht von Revolution auf die Straße gehen, weil, ja, das muss jeder selber wissen, ich bin halt nicht so dafür.
Aber ich finde, eine digitale Revolution ist viel besser. Oder Ausweichen auf Gold und Kryptos, meines Erachtens, ist viel besser. Weil da mache ich mehr hin, als ich auf die Straße gehe. Weil wenn die mein Geld nicht mehr bekommen, dann können die nicht mehr das machen, was sie machen wollen. Nämlich mich enteignen. Und das ist vielleicht der wichtige Aspekt. Jo, ich würde jetzt mal kurz eine Pause machen zu den Sachen, wenn ihr wollt. Ihr könnt mir hier Fragen stellen. Und dann würde ich schon in das Produkt reingehen, dass ihr seht, was haben wir für Möglichkeiten oder was habt ihr für Möglichkeiten, dass ihr sagt, okay, interessant, Gold ist sicherlich was ich mir vielleicht zulegen möchte oder zu 100% zulegen werde. Dann nehme ich euch natürlich die Entscheidung ab und kann euch ein bisschen was zeigen. Aber vorab jetzt, gibt es irgendwelche Fragen? Wollt ihr irgendwas wissen? Gibt es Einwände? Also ihr könnt jederzeit aufzeigen, dann entmute ich euch oder ihr schreibt es einfach in den Chat. Ich stoppe mal die Aufnahme. Moment. So. Das war tatsächlich die Freigabe. Jetzt habe ich es gestoppt und jetzt hat es aufgehört. Super. Dann hätte ich geklärt. Na, habe ich gar nicht gewusst, dass da so solchen Problemen kommen kann. Das ist der Vorteil, wenn man immer am Handy aktiv ist. Ja, ich glaube, das Handy leichter noch geht. Ja, vielleicht ist es noch ein Fehler, der bearbeitet werden muss. Ja, oder ich muss mir die Lautstärke vielleicht runterdrehen irgendwie. Keine Ahnung. So, aber ich glaube, Fragebedarf dürfte im Moment nicht so wirklich bestehen, was ich jetzt gerade sehe. Okay. Es dürfte klar und schlüssig gewesen sein, soweit. Okay. Perfekt. Ja. Wichtig ist halt, ja, zum Thema, dann würde ich mal sagen, ich gehe mal kurz weiter. Ja? Von deiner Seite auch, KV? Ich halte mich immer bis zum Ende zurück. Sonst speif mal aus. Okay, passt, ja. Ich muss auch immer aufpassen, dass ich ein bisschen ausschweife, weil, wie gesagt, ich habe normal nicht nur das Thema Gold gemacht, was der, ich habe ja sehr viel im Geldsystem Vorträge gehalten und das sind natürlich auch dann Aktien und alles gefallen, ja. Viele sagen ja, das ist ja alles, dieses System ist ja schuld an den ganzen, ja. Ich sage halt immer, mein Spruch ist, lieber Freund, du kannst den Sturm nicht aufhalten, aber du kannst die Segel richtig setzen. Und das ist im Investitionsbereich genauso. Viele sagen ja, die Bank kriegt nicht mein Geld, wieso soll ich bei dir investieren? Dann sage ich, weil die Bank ja dein Geld dir billig abkauft und ich verkaufe dir das Geld zu dem Preis, was du eigentlich verdienen solltest oder bekommen solltest. Und das Wichtigste ist einfach, ich sage halt immer zu den Leuten, weil die sagen, Aktien kann man nicht angreifen, ich kaufe mir keine Aktien, ich kaufe nur Gold oder Immobilien. Das sage ich auch immer zu den Leuten, tolle Einstellung, Gold und Immobilien sind gut, aber eine Aktie ist sehr wohl ein Sachwert und ich würde sie kaufen und weißt du, warum es ein Sachwert ist? Und dann sagen die Leute, nee, warum soll es ein Sachwert sein? Sage ich, was trinkst du gern für Limonade? Sagen die Coca-Cola. Was fährst du für ein Auto? Sage ich VW. Kannst du Coca-Cola angreifen und trinken? Ja. Kannst du das Auto fahren, angreifen und drin sitzen? Ja, genau. Siehst du, und VW ist eine AG, eine Aktiengesellschaft und Coca-Cola auch. Und du bist beteiligt an jedem Coca-Cola, das verkauft wird und an jedem VW, der verkauft wird. Somit hast du einen Sachwert. Das heißt, du kannst dich freuen. Ich habe das auch immer plakativ ein bisschen gebracht, wie der Ölpreis raufgegangen ist. Sage ich, lach, wenn der Ölpreis raufgeht und sag, geil, jetzt geht der Ölpreis wieder rauf. Und dann schauen dich die Leute an und fragen, ob du einen Lämmergeier im Kopf hast. Warum kannst du dich freuen über erhöhte Energiepreise oder Ölpreis? Ja, jedes Mal, wenn ihr tanken fahrt, verdiene ich mit. Ich bin in Shell investiert, ich bin in BP investiert. Und das war so quasi der Burner bei uns damals, dass die Leute erstmal zugehört haben, das erste Mal, weil vorher hatten sie alle Angst vor Aktien. Ja? Und das muss man, dieses Narrativ, nenne ich das, das in uns eingepflanzt ist, das habe ich durchbrochen mit solchen Argumenten. Ja? Man muss einfach immer nur überlegen und das ist halt wichtig. Gut. Aber wie denn das Ganze dann? Weil du hast ja auf der einen Seite gesagt, wenn man jetzt irgendwann an den Punkt kommt, einer Hyperinflation, einer Währungsreform, die ja dann irgendwo einer Enteignung gleicht, wo man dann von einem Goldverbot spricht oder Zwangshypotheken auf Immobilien, die man besitzt, wären dann nicht Aktien auch so eine Sache, wo ich sage, okay,
da weiß man, dass ich das besitze und da gibt man mir dann Zwangshypotheken auf meine Aktien. Weil dann stellt sich mir auch. Abschläge. Ja. Du, das hat es noch nie gegeben. Ich würde nicht sagen, sag niemals nie. Ja. Aber das hat es halt nicht gegeben. Kurz zum Goldmarkt. Freigabe wieder beenden. Wo beende ich die jetzt? Ich hab den Scheiß gemacht. So, jetzt müssen wir kurz... Jetzt raus. Jetzt ist er wieder da. Jetzt bin ich rausgegangen, vielleicht geht es jetzt besser. Sorry. Ja. Zu dem Thema Goldverbot. Bei uns kannst du Gold kaufen, ohne dass du registriert wirst. Das ist halt ein großer Vorteil. Ich kann dir eines sagen, in Österreich, versuche zu 4 Banken zu gehen und zu 3 Goldshops und versuche, dass du Gold, ohne deinen Ausweis vorzulegen, kaufst. Versuch das mal. Ich wünsche dir viel Spaß. Das heißt, du bist sofort gelistet, wenn ein Goldverbot kommt, die wissen, du hast Gold. Die müssen das weitergeben. Oder zumindest in Österreich gibt es eine Grauzone. Wenn du keine Bankenlizenz hast, dann musst du das nicht machen. Okay? Wir haben aber Gott sei Dank keine Bankenlizenz und somit müssen wir das nicht machen. Aber was, es kann ja auch sein, dass ich einfach Gold gekauft habe und das privat irgendwie veräußert habe. Insofern, ja, woher wollen Sie wissen, dass ich's hab? Weißt du, was ich meine? Das weiter. Ja, du kannst sagen, ich habe es veräußert, natürlich, ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich kann dir jetzt eh sagen, im DE ist 2K anonym kaufbar. Okay, perfekt. Ist das überall so? Bei uns waren es vor kurzem noch 5K und mittlerweile zahlst du ab den ersten, musst du ab den ersten Euro dich noch ausweisen. Okay, sehr gut. Ja. Da schreibt jetzt in den Chat rein, ja. Drum sage ich das jetzt. Ah, okay. Ja, bei uns ist halt wirklich so, dass wir, oder was? Der hat in den Chat reingeschrieben jetzt auf die Sache, was ich gesagt habe, oder? Ja, ich habe es geklärt. Okay, ich wollte nur sicher gehen, ob das eh nicht irgendwo anders eine Antwort war. Okay, perfekt. Und ja, das ist in Österreich halt trotzdem besser, weil ich kann es dir jetzt mal sagen, ich sage es jetzt mal so, bis 10.000 Euro musst du nichts nachweisen, ab 10.000 Euro musst du nachweisen. So, jetzt gehe ich. Hört sich jetzt böse an. Ich gehe jetzt rein und kaufe 5.000 Euro, ja, und dann gehe ich am nächsten Tag wieder rein und kaufe wieder 5.000 Euro. Und am nächsten Tag wieder und so weiter und so fort. Oder ich gehe mit 5 Leuten hin und kaufe mir halt dann, kauft jeder 5.000 Euro und dann habe ich meine 25.000 Euro. Und das ist halt cool. Da muss ich keinen Ausweis vorlegen. Und also ich habe erst vor 1,5 Monaten circa den österreichischen Ausweis bis zu einer gewissen Summe, ohne Ausweis bis zu einer. Okay, dann hattest du Glück. Dann hattest du Glück. Ich kann es dir sagen, bei der Reika, bei der Hauptsparkasse und bei 2 Goldhändlern war ich. Ja. Bei uns wird das nicht nachgefragt. Und das finde ich cool, weil wir eben keine Banklizenz haben. Ja. Wir sind ein Goldhandel, ja, und das ist halt trotzdem ein bisschen anders. Ja. Aber die anderen müssen das schon, die Banken müssen das deklarieren. Es fängt schon an und das ab dem ersten Euro teilweise. Und das finde ich halt schon problematisch. Das finde ich nicht gut, wenn man das machen muss. Ja? Weil die Anonymität ist dann futsch. Du hast recht. Wie sollen wir die nachweisen, dass ich das nicht währenddessen schon verkauft habe? Ja? Da hast du dann das nächste Problem. Weil 1 Jahr Behaltefrist musst du haben, damit du nicht Spekulationssteuer zahlst bei Gold. Gold ist ja an sich steuerfrei, aber 1 Jahr Spekulationsfrist hast du. Und dann sagt der Finanzbeamte, okay, Sie haben Ihr Gold verkauft, wir nehmen, Sie haben da keine Quittung bekommen, nichts. Ja gut, dann nehmen wir an, Sie haben das Gold in der Unterjährigkeit verkauft und haben massive Gewinne gemacht. Ja. Zeigen Sie uns bitte die Rechnung beim Einkauf, das waren 10.000 Euro. Ja, dann gehen wir davon aus, der Goldpreis war in dieser Zeit, ist um 20% gestiegen, dann müssen Sie von diesen 20% 50% Steuern zahlen. Also, das ist jetzt kein Witz, was ich euch erzähle. So funktioniert das Finanzamt. Das nennt man Pauschalversteuerung in Österreich. Und ja, die versuchen dann natürlich alles. Ja. Und das ist halt so. Und wenn du dann, ja, wenn sie wollen, kriegen sie eh alles. Aber ich sage trotzdem, wenn ich von Haus aus anonym bin, dass wir kurz zum Punkt kommen, was das jetzt anbelangt, könnt ihr dann eh noch Fragen stellen. Dann halte ich es trotzdem für klug,
gleich mal dieser Sache aus dem Weg zu gehen, indem ich anonym bleibe. Meine Meinung. Dann die zweite Frage war, wegen der Zwangshypothek. Die Zwangshypotheken hat es gegeben in Deutschland. Was ist eine Zwangshypothek? Hattest du 4 Immobilien, sind dir circa auf jede Immobilie 20% an Kredit draufgeschlagen worden. Das heißt, die Immobilie war abbezahlt. Ja? Und ihr habt die Immobilie gut bewirtschaftet, habt Mieter drin und dann hat der Staat auf einmal gesagt, lieber Freund, du hast 3 Immobilien, die abbezahlt sind. Ja, Zwangshypothek bedeutet, du hast jetzt, jede Immobilie wird mit 20% vom Wert wieder mit einem Kredit belehnt. Oder du kannst es so aussuchen, du gibst uns verkaufst eine Immobilie und zahlst uns einen gewissen Preis. Das hatten wir mal, ja, in Deutschland. In Österreich war das noch nicht, ja. Und auch das Goldverbot war schon da. Auf alle Fälle könnt ihr das googeln. Das Goldverbot war definitiv nach einem von den beiden Kriegen, frag mich jetzt nicht wann, war es da. Und die mussten das ganze Gold abgeben. Ja? Wir haben ja das nächste Thema, du hast das ja auch schon angesprochen, ganz am Anfang, das bei dem Video, was du empfehlen kannst. Wir hatten ja, bevor eigentlich Nixon gekommen ist, den Dollar an Gold gekoppelt. Das heißt, wir hatten für jeden Dollar, der war, hat es einen Teil Gold gegeben. Das hat sich Golddeckung genannt oder Goldstandard. Und dann hat es dieses Bretton Woods Abkommen gegeben, wo der Nixon dann gesagt hat, ja, Amerika hat mehr Schulden gemacht im Vietnamkrieg. Das funktioniert leider nicht mehr so, Jungs. Wir müssen die Notenpresse anwerfen und ab heute ist der Dollar nicht mehr in Gold gedeckt. Und das ist halt schon genial, wenn man mit Kryptowährungen im Hintergrund eine goldgedeckte Kryptowährung machen kann, weil erstens einmal, ich komme raus aus dem Geldsystem. Und zweitens einmal, ich habe die Sicherheit, dass dieser Krypto-Token in Gold gedeckt ist. Das heißt, sollte ich dann irgendwann einmal das Gold brauchen, verkaufe ich meine Kryptos und kriege das in Gold ausbezahlt und nach Hause geliefert. Und ich muss aber nicht zur Bank fahren, sondern das mache ich einfach bei Noven. Hey Jungs, ich verkaufe meine, bitte heimsenden, danke. Und das finde ich genial. Das ist halt das Ziel auch bei Noven, dass sie weltweit die Shops dann eröffnen. Wie gesagt, wir sind noch in, was die Kryptos anbelangt, in der Startup-Phase. Aber im Bereich Gold natürlich durch das Handwerk, was Mario erlernt hat und die Connections, sind die meilenweit teilweise Leute voraus. Und ich starte jetzt wieder die Präsentation und hoffe, dass es nicht mehr quietscht und irgendwelche Geräusche kommen. So. Seht ihr die PowerPoint? Hallo? Ja. Okay. Das sollte sich einfach keiner entmuten. Ich verstehe das nicht. Hab meine PowerPoint ist irgendein, weiß ich nicht. Komisch. Okay. Hatte ich auch noch nie, muss ich dazu sagen. Ja. Es gibt bei uns mehrere Pakete. Also ich bin halt immer der Freund, wenn man in Österreich ist, macht man einen Abstecher nach Linz, kommt zu uns in den Store, schaut euch den Store an. Bei einer gewissen Summe seht ihr auch den Tresor. Da wird euch gezeigt, ja. Also kann euch Fotos schicken auch. Ist ja kein Thema nicht. Aber da könnt ihr dann wirklich euch selber ein Bild machen und seht, dass die Firma echt ist und dass die alles, was sie sagen, auch versprechen können. Ja, wir haben, das Wichtigste ist halt diese kleinen Stückelungen, 1 Gramm, 5 Gramm, 10 Gramm und 20 Gramm, natürlich auch Unzen. Ich bin trotzdem der Freund eher von den 1 Gramm und 5 Gramm Barren. Wieso? Weil das sind die teuersten. Und jetzt kommen wir ja schon zum Punkt. Ja, bei den Gramm Barren, und warum keine Münzen, sondern Barren, weil Barren in der Herstellung günstiger sind wie Münzen. Ja, und wenn ich wirklich das nur als Werterhalt haben will und ich kein Sammler bin, dann würde ich auf keinen Fall Münzen kaufen. In Gold zumindest. Ja. Okay? Das heißt, 1 Gramm, Beispiel, dass ihr das versteht. Die Prägung ist jetzt ein Beispiel. Die Prägung kostet dich zum Beispiel 10 Euro. Okay? Wenn ich jetzt sage, ein 1 Gramm Barren kostet derzeit 100 Euro, dann wären diese 10 Euro 10%. Okay? Prägekosten. 10%. Wenn ich aber jetzt dieselbe Prägung kostet mich auf dem 5 Gramm Barren auch nur 10 Euro, ja, dann sind das natürlich verhältnismäßig weniger Prozente.
dann sind das halt nicht mehr 10%, sondern dann sind das nur mehr, weil ich ja ein Fünftel davon habe, 2%. Okay? Verstanden? Du zahlst im Endeffekt für immer für die Prägung, egal ob es ein 1-Gramm-Bahn ist, ein 5-Gramm-Bahn, ein 10-Gramm-Bahn, beispielsweise 10 Euro. Die Prägung kostet immer gleich viel. Und diese Prägekosten, die kann man variieren. Also wenn man da einen Goldhändler hat, so wie wir, wir können garantieren, dass unsere 1-Gramm-Bahnen günstiger sind als Ögusser oder Degusser. Degusser kennt ihr, Ögusser kennt ihr? Yes. Die meisten Menschen kaufen Ögusser. Ich mache es jetzt wieder aus. Ich rede jetzt nur mehr. Okay? Machen wir es so. Ja. Es tut mir leid, dass das mit der PowerPoint nicht funktioniert. Das ist ein bisschen scheiße. Weiß auch nicht warum, aber das kann nicht sein, weil wenn ich das Mikro mute, macht es trotzdem die Geräusche. Ich verstehe. Das ist ein bisschen komisch, habe ich auch noch nicht gehabt. Okay. Ja, vielleicht wegen der Aufnahme, ja. Kann das sein? Wie gesagt, wir haben eigentlich schon einige PowerPoints und Bildschirmaufnahmen gehabt, aber bis jetzt kam das Problem noch nicht vor. Wie gesagt, ist für mich auch noch. Okay, gut. Ich versuche es dann trotzdem nochmal. Ich habe das PowerPoint nochmal neu gestartet für euch. Ja. Mache es dann trotzdem auf und dann scrolle ich das trotzdem durch. Kurz zum Punkt. Das Thema ist das, wir kriegen die Prägung billiger. Und bei Ögusser und bei Degusser hast du eigentlich ein großes Problem, das wissen viele nicht. Es ist kein LBMA-zertifiziertes Gold. Habt ihr das Wort LBMA schon mal gehört? Nein. Dieses sogenannte LBMA-Zertifikat bekommen diejenigen, die quasi in dem Konsortium da drinnen sind, das in London gehandelt wird. Ja? Und wenn man dieses Zertifikat hat, kann man weltweit sein Gold verkaufen. Ohne große Abschläge. Und man kann auf Banken gehen und Banken nehmen dir das zum Teil auch ab. Ja? In Österreich ist es ein bisschen schwieriger, weil österreichische Banken lieben hauptsächlich Münze Austria, aber Münze Austria ist auch kein LBMA-zertifiziertes Gold. Aber in Österreich massiv anerkannt, daher nehmen das auch die Banken teilweise zurück. Aber gehst du mit Österreich, Münze Österreich oder die Gusser und Ögusser Barren irgendwo zu einer ausländischen Bank, dann sagt die Bank, danke, das ist so ähnlich wie Schmuck. Wir machen einen Abschlag von 30%, weil das hat kein LBMA-Zertifikat und somit können wir nicht gewährleisten, dass das echt ist und du bekommst entweder gar nichts, sie schicken dich weg, du musst woanders hingehen, oder du bekommst das mit massiven Abschlägen nur verkauft. Daher ganz wichtig, LBMA-zertifiziertes Gold und LBMA-zertifizierte Händler. Ja? Und wir sind einer dieser LBMA-zertifizierten Händler. Wir haben einen Partner, der nennt sich, ich muss die PowerPoint jetzt wieder starten, sorry Jungs, schlag mich nicht. Ich schaue einfach, dass ich ruhig bleibe, vielleicht liegt es irgendwie in der Kombination von uns beiden. Ich versuche mal, dass ich jetzt die Präsentation aufmache, aber mich kurz mute. So. Seht ihr es jetzt? Yes. Passt. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich sage mal so. Folgendes. Das ist eben zum Goldkauf. Bei uns könnt ihr die Pakete, die wir verkaufen, ihr könnt natürlich in Store weniger kaufen, aber wo ihr halt eben diese Prägekosten einspart, sind Pakete ab 3.000 Euro online. Bei uns könnt ihr auf der Seite ja nicht kaufen, weil wir ja nicht so ein Händler sind wie andere, sondern wir sind ein Händler, wo der Vertriebler im Vordergrund steht. Das heißt, der Vertriebler, so wie ich zum Beispiel, bin im Vertrieb tätig, ist ein Partner von mir. Ich bin nicht für die Firma tätig, aber ich bin ein Vertriebler für die Firma. Ja? Und ich bringe denen Kunden, mache denen super Angebote, teilweise bessere Angebote als die Hausbank. Also ich kann jetzt bis jetzt nur sagen, mich hat noch nie jemand geschlagen bei meinem Angebot, was ich den Kunden gemacht habe. Wenn du ein Angebot hast, ein schriftliches, das schlage ich zu 90%. Das heißt, kaufst du dir LBMA-zertifiziertes Gold, dann bin ich der Günstigere. Kaufst du dir 1-Gramm-Bahn, 100 Stück, traue ich mir wetten, bin ich der Günstigere. Oder wir. Ja? Weil ich natürlich, ich kann es auch sagen, ich verdiene an 5% Spread habe ich.
Ich kann, das heißt, wenn jemand 10.000 Euro zahlt, verdiene ich 500. Und wenn ich den Kunden haben will, dann sage ich, ich höre jetzt bei 2% auf, verdiene nur 200 dran, weil ich will den Kunden unbedingt glücklich machen, weil mir das scheißegal ist, ehrlich gesagt. Ja? Ob ich jetzt 500 bekomme oder 200 Euro, hört sich jetzt vielleicht blöd an für euch, aber mir persönlich ist es egal, weil das ist ja nur ein Kunde, der nur mal Gold gekauft hat. Ja? Ich habe ja Kunden, die kaufen ja nicht nur Gold, die kaufen bei mir ETFs, lassen sich beraten, denen helfe ich bei allen digitalen Sachen teilweise auch. Ja? So ist es ja nicht. Ich bin ja, wie gesagt, Vermögensberater, breit gestreut. In allen Anlageklassen gibt es immer wieder Möglichkeiten zu investieren und da habe ich natürlich das als Türöffner, wenn einer nur Gold will. Und später dann investiert er auch bei mir im Investmentfondsbereich, ja, oder im Kryptobereich. Und das muss man halt wissen. Aber kurz zurück zum Thema, dass ihr das auch versteht. Das heißt, wir schauen natürlich, dass der Kunde, oder ich schaue, dass der Kunde, hier seht ihr das, da kann er dann den Betrag wählen, da kriegt er von mir einen Link. Das heißt, ich muss den Link an die Kunden schicken, an euch, wenn ihr Interesse habt. Und ihr könnt euch dann einloggen, könnt euch das durchrechnen. Dann seht ihr, aha, für 5.000 würde ich dann so und so viel Gramm Bahn einzelne kriegen. Ja, 55 Beispiel, das ist ein alter Kurswert noch. Gell? Bitte nicht jetzt Bar nehmen. Dann kriege ich die Nobelmünze, wenn ich sie will. Muss ich nicht nehmen, kann ich auch in Barren umtauschen. Und dann kriege ich halt noch 5 Gramm Barren, 5 Stück, einen 10 Gramm Bahn und einen 50 Gramm Bahn. Ja? Da mag der eine oder andere sagen, ja, du hast ja vorher gesagt, die Prägekosten sind ja teurer bei den kleinen Stückelungen. Das stimmt, die sind teurer. Und bei großen sind sie geringer. Das stimmt auch. Ja? Aber ich kann nicht einen 50-Gramm-Bahn hergeben, wenn ich mir eine Semmel kaufen will, wenn es keinen Strom mehr gibt zum Beispiel und kein Euro mehr. Ja? Sondern dann würde ich was eher lieber preferen oder beziehungsweise bevorzugen? Einen 1-Gramm-Bahn. Und das ist halt die quasi die Erklärung dafür, warum wir eigentlich eher auf die 1-Gramm-Bahn. Und du bekommst da so ein schönes Schälchen. Das ist alles eingeordnet quasi. Das ist eine Box, ja, du bekommst auch eine Box, eine edle Box, wo du dann das ganze Gold reinlegen kannst. Ich habe jetzt leider kein Foto, aber das kann ich euch dann auch noch in den Chat reinposten. Ich habe da mein Köfferchen, das mache ich auf, mache ich ein paar Fotos, wenn ihr wollt. Aber nur, dass ihr das wisst, wie gesagt, da könnt ihr halt das kaufen, ihr könnt auch sparen bei uns, aber ich bin halt nicht der Freund vom Sparplänen, ja, ich sage das, wie es ist. Und man kann auch damit zu 100% sicher sein, dass man das Geld bekommt. Ja, du kannst ab 40 Euro oder 20 Euro, glaube ich, kannst Sparpläne machen für so eine Art Bausparer in Gold. Ja, das macht natürlich Sinn. Aber ich bin trotzdem der Freund von diesen Paketen, die physischen Pakete, weil dann kommt es wirklich zu mir nach Hause. Ich habe es bei mir zu Hause und dann fühlt man sich einfach wohler. Ja. Wie gesagt, das ist unser Partner. Den könnt ihr googeln. Heimle und Mäule. Die sind über 150 Jahre alt. Einer der deutsche, ja, Gießerei beziehungsweise Goldhersteller, einer der größten auch der Welt, ja, und die sind der Partner von uns und das Gold ist halt eben, wie gesagt, LBMA zertifiziert. Die haben schon einen guten Namen, Krankenhäuser werden mit Silber versorgt, gewisse Medikamente werden sogar von ihren Silber her hergestellt, weil ihr wisst ja, in vielen Medikamenten ist Silber drin. Warum Silber? Weil es antibakteriell ist. Ja. Hier sieht man auch die Responsible Gold Certificate, also dass ihr mal wisst, was LBMA heißt, the London Good Delivery List of Acceptable Refineries, ja. Und das ist halt wichtig, dass man dieses Zertifikat hat, weil es dann weltweit gehandelt werden kann. Ja? Und ja, hier sieht man es auch, dass die das von Jahr zu Jahr immer wieder erneuern. Ja? Und Entschuldigung, zum Thema Gold. Gold ist natürlich Käst- und Mehrwertsteuerfrei. In Deutschland, wie gesagt, auch in Österreich, diese Spekulationsfrist muss man halt einhalten. Das ist immer wichtig. Das darf man nicht vergessen, über ein Jahr halten, wenn ein Gewinn ist, wenn ein Verlust ist und du verkaufst, das musst du eh keine Steuern zahlen, aber theoretisch tut eh keiner, ich muss das jetzt ehrlich mal sagen, in Österreich, glaube ich, kenne ich keinen, der irgendwie Gold unter einem Jahr gehalten hätte. Ja? Es sei denn, es ist irgendwas Drastisches passiert, aber ja, selbst dann würde er nicht recht viel Steuern zahlen müssen, weil die letzten Jahre, wenn Gold gestiegen ist, ist maximal, weiß ich nicht, 20% gestiegen in einem Jahr oder 30, mehr erinnert. Dieses Jahr natürlich durch die Inflation mehr, aber ja, das tut dann auch nicht weh, wenn man Steuern zahlen müsste. Vorausgesetzt, man ist steuerehrlich und gibt es an. Ja, wie gesagt, das ist zum Thema unseren Produktpartnern.
oder beziehungsweise Produktpartner. Dieses Video möchte ich euch jetzt noch zeigen. Natürlich ist auch Silber interessant. Silber ist sehr interessant. Dieses Video konnte ich nicht abspielen, deswegen spiele ich es euch jetzt ein. Ich muss aber dann nochmal die Präsentation neu starten, weil ich habe es, glaube ich, ohne Ton. Das heißt, ihr würdet das Video nicht hören, denke ich mir jetzt. Schauen wir mal. So, ganzer Bildschirm, Audio. Dann müsste es funktionieren. Dann mache ich kurz meine Präsentation zu und mache das Video rein. Sagt mir kurz, ob ihr... Moin Leute, jeder von euch kennt das. Ihr lauft nachts durch die Gegend und plötzlich hört ihr ein Geheule. Ich schaue zum Himmel. Ja, wir hören. Das Fummel ist. Na super, Werwölfe. Nur gut, wenn man dann Silber dabei hat, sonst hat man wenig Chancen, die aufzuhalten. Was Silber sonst noch kann, schauen wir uns jetzt an. Silber hat die Ordnungszahl 47 und das Elementsymbol Ag. Das liegt daran, dass Silber im Lateinischen Argentum heißt. Allgemein ist es bei normalen Bedingungen ein festes Edelmetall. Zu finden ist es im Periodensystem bei den Übergangsmetallen in der Gruppe 11 und der 5. Periode. Von allen Elementen kann Silber elektrischen Strom und Wärme am besten leiten. Das führt natürlich dazu, dass es oft in elektrischen Bauteilen, wie zum Beispiel in Solarzellen, eingesetzt wird. Bei Silber denkt man aber auch gleich an Schmuck oder früher eben an Währung, da es wie Gold ein Edelmetall ist. Es gab früher sogar Zeiten, da war Silber deutlich mehr wert als Gold, aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Bevor man das Besteck aus Edelstahl günstig herstellen konnte, waren auch Messer, Gabel und so weiter oft aus Silber. Vielleicht habt ihr ja auch noch Silberbesteck irgendwo zu Hause. Wenn man das aber längere Zeit liegen lässt oder damit ein Ei isst, verfärbt sich das Silber schwarz. Das liegt am Schwefelwasserstoff in der Luft bzw. im Ei. Der reagiert mit dem Silber und bildet schwarzes Silbersulfid. Das ist aber kein Problem. Durch ein Bad im Wasser mit Salz und Alufolie kann das Silber wieder zum Glänzen gebracht werden. Hier gibt das Aluminium seine Elektronen ab und reduziert Silbersulfid wieder zu elementarem Silber. Allgemein kommt Silber in der Natur meist elementar vor. Zum Teil liegt es aber auch gebunden in Verbindungen wie Silberglanz, Ag2S oder ähnlichem vor. Da Silber natürlicherweise Bakterien tötet, wird es in Wundsalben und Verbänden verwendet. Und jetzt noch ein Funfact. Ein ganzes Land ist sogar nach diesem Element benannt, nämlich Argentinien. Das liegt daran, dass es hier früher viele Silberminen gab. Auch für die Entwicklung von Fotos war Silber früher wichtig. Wie genau, seht ihr hier in diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst euch nicht von den Werwölfen erwischen. Bis dann, haut rein und ciao. Ja, das war so eine kurze Information, ja. Wieder was dazugelernt, wusste ich ja. Nicht. Ja, na, ganz interessant, warum ich euch das jetzt gezeigt habe. Mehrere Punkte. Die Silberveteranen unter meinen Leuten und natürlich, ich gehöre auch dazu, da habt ihr gehört, Silber war irgendwann einmal mehr wert wie Gold. Wisst ihr eigentlich, warum das so war oder beziehungsweise warum das auch wieder so sein könnte? Weil die Nachfrage größer war? Ja, die Nachfrage im Verhältnis zum Abbau war größer. Weil mehr Gold als Silber. Bitte? Weil es mehr Gold als Silber gibt. Oder was? Nee. Der Abbau von Silber, ja, das ist, ja, das relativiere ich jetzt. Das stimmt, was du sagst, zu einem Teil. Der Abbau von Silber ist viel schwieriger. Es gibt schon mehr Silber wie Gold, nur Silber wird überall verwendet und im Handy, egal wo, im Auto, im Photovoltaik, sonst irgendwo, du kriegst das ja nie wieder raus. Das Thema ist ja das, Gold wird zu Schmuck. Schmuck wird eingegossen und wird wieder zu Gold. Das ist das Prozedere bei Gold. Okay? Gold wird schwer irgendwo anders eingebaut. Und wann? Dann versucht man es wieder rauszulöten. Aber Silber ist ja überall drin, alleine in unseren Handys. Ja? Alleine Chirurgenbesteck, weil es antibakteriell ist, habt ihr gehört. Ja? Das heißt, früher oder später wird Silber seltener sein wie Gold und noch schwieriger zum Abbauen sein. Und das ist halt die Thematik bei Silber. Ich denke, dass Silber irgendwann auf $300 gehen wird. Wenn ihr mich fragt, wann,
Glaskugel habe ich nicht. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass das jetzt in den nächsten Jahren passiert wäre. Es ist noch nicht passiert. Aber die Tendenz ist jetzt wieder da mit dieser Inflation. Und zur Herstellung von Gold braucht man auch Silber. Ja. Gold würde ja sonst gar nicht so hart sein, weil das ist ja ganz weich. Damit immer Silber und Kupfer beigemengt. Darum heißt es ja 999,99 Reingold. Ja. Das wissen auch viele nicht, dass Silber und Kupfer auch beigemengt werden müssen, damit Gold quasi seine Stabilität kriegt oder bekommt. Und noch ein paar andere Materialien. Ja. Aber deswegen ist auch Silber sehr, sehr interessant. Und ja, Silber ist eindeutig noch zu billig. Ja. Bekommt der Feinunze Silber, glaube ich, jetzt für 22 Dollar wieder. Ja. Silber würde ich auch kaufen. Ja. Aber da würde ich nicht die Barren unbedingt empfehlen, sondern da würde ich Maple Leaf, Krügerrand, Philharmonika, da könnt ihr alles Mögliche kaufen. Das gibt es natürlich auch bei uns. Ja. Da würde ich eher auf Münzen tendieren bei Silber. Bei Gold immer auf Barren, bei Münzen immer auf Silber. Früher hat es auch den Vorteil gehabt, du hast die Münzen in Österreich von der Mehrwertsteuer billiger bekommen. Ja. Die Münzen haben einfach weniger Mehrwertsteuer gehabt als Barren. Und das war halt natürlich ein Vorteil. Das ist natürlich jetzt auch, also kannst du auch nicht mehr machen. Jo. Wie gesagt, das ist die Thematik Gold und Silber. Wenn irgendwelche Fragen jetzt von eurer Seite noch sind, ich glaube, irgendeine Frage war vorher noch offen, die habe ich noch nicht beantwortet, einfach her damit und ihr könnt euch frei äußern. Von meiner Seite wäre es das jetzt gewesen, wenn das Interesse natürlich an Gold da ist, dass einer sagt, okay, ich habe Interesse über 5.000, über 10.000 oder unter 3.000 zu kaufen, hätte ich natürlich dann eine Umfrage gestartet oder starten lassen von eurer Seite, ob das Interesse da ist, ob ihr was kaufen möchte. Dann können wir natürlich in einen separaten Call gehen. Ich würde mich dann natürlich um jeden Einzelnen kümmern. Das müsst ihr halt dann entscheiden. Ja. Nur einmal vorab, dass ihr Bescheid wisst. In diesem Sinne würde ich dann mal sagen, die Fragestellungen können losgehen. So, habt ihr Fragen, dann zeigt es auf. Ich habe einige Fragen, aber ich halte mich mal zurück. Oder im Chat. Eddie und Martin tippen. Warte mal kurz, da ist eine schriftliche Frage. Oh ja, die habe ich ganz übersehen. Machen lassen. Wo ist das? Hast du, warte mal kurz. Hast du davon gehört, dass weiteres Gold im Vatikan gelagert sein soll? Wie denkst du darüber in Bezug auf die Goldwerte, wie wir ihn heute sehen, Goldwert, wie wir ihn heute sehen, auch wenn dieser auf der Börse stark manipuliert wird? Ja, dass der Vatikan viel Gold hat, ihr braucht nur in Google eingeben, der größte Immobilienbesitzer der Welt, tatsächliche Immobilienbesitzer der Welt, weil denen gehören auch viele Firmen. Wer das ist der Vatikan. An zweiter Stelle steht McDonald's, ist der zweitgrößte Immobilienbesitzer, wenn er es nicht mittlerweile schon der größte ist und den Vatikan überholt hat. Aber die zwei sind so quasi die größten Immobilienbesitzer. Warum erzähle ich das? Na, weil es bei Gold nicht anders ist. Der Vatikan hat extrem viel Gold. Ja. Generell alle, so auch die Orthodoxen, die orthodoxe Kirche, ja, die besitzen natürlich sehr viel Gold. Weil wenn dazu mal jemand gestorben ist und der keine Erben gehabt hat, ist die Immobilie und das Gold und allem Schmuck an die Mensch, also an die Kirche gegangen. Ja. Dass der Goldpreis manipuliert wird und die Kirche viel, ja, meine Meinung ist sowieso, auch aktientechnisch hat die Kirche die meisten Aktien, ja, das wisst ihr eh hoffentlich. Also die ist ja überall mit drin. Die hat ja überall einen großen Kuchen. Aber wie meinst du in Bezug auf das, wie ich den Goldwert sehe, ja? Dass es hier zu einer Verwerfung kommen könnte, was meinst du, weil die verkaufen oder wie ist da jetzt definitiv die Frage? Das habe ich jetzt vielleicht nicht verstanden. So, Martin schreibt gerade drüber, gibt es dann auch noch eine Frage und drunter. Drunter? Drüber auch. Ah, drüber oder auch noch eine Frage, okay, Moment. Den Eddie würde interessieren, warum der Goldpreis von den Bilderbergern oder anderen einflussreichen Personen so gedrückt wird. Eine Feinunze müsste sicher bei ca. 10.000 Dollar sein, Silber bei 700. Ja, das stimmt. Ich bin da eher bei 4.000 bei Gold und bei Silber vielleicht bei 300. Ich bin da eher so bei der Hälfte zu Hause. Stimmt aber trotzdem, was er sagt, aber ich muss immer aufpassen, ich übertreibe es halt nicht. Ich kenne den Dominik Kettner, kennt ihr vielleicht, ja, Kettner Edelmetalle.
Ja, die machen halt immer so extreme Vergleiche, die würde ich natürlich nicht machen, weil ich da eher trotzdem ein bisschen am Boden bleibe. Aber ja, das ist, wie ich schon gesagt habe, die Thematik ist folgende. Wir haben jetzt das erste Mal öffentlich eine Verhandlung von JP Morgan, einem Banker, der den Goldpreis manipuliert hat. Und diese Verhandlung wird von aller Wahrscheinlichkeit in den Medien verfolgt werden oder von den Medien verfolgt werden. Und wenn da wirklich definitiv was rauskommt bei dieser Verhandlung, ähnlich jetzt wie Ripple und SEC, wo die Öffentlichkeit auch nicht rausgehalten worden ist, oder vielleicht noch ein krasseres Beispiel, Johnny Depp mit seiner Ex-Alten, ja, das hat jeder gesehen. Und ähnlich kann es auch werden, oder Mark Zuckerberg vor Gericht. Und ähnlich kann auch dieser JP Morgan Banker wirklich, wenn die Medien das zulassen, und das hängt jetzt wirklich von dem Menschen da draußen ab, inwieweit diese Menschen nicht doch alle manipuliert sind in den Medien. Ja, wie wir es bei Corona gesehen haben und anderen Sachen. Und das ist halt die große Frage. Dann sehe ich den Goldpreis relativ schnell in den nächsten 3-4 Jahren auch wirklich realistisch wieder auf, oder zumindest einmal auf 3.000-4.000 Euro zu gehen. Wenn nicht eh der Crash kommt, wenn der Crash per se kommt und jetzt noch mehr Banken pleite gehen, dann werden wir den Goldpreis bei 4.000-10.000 Euro sehen, aber locker. Aber natürlich auch die Kryptos. Natürlich auch die Kryptos. Die werden natürlich dann auch to the moon endlich wieder mal sich bewegen und vielleicht sogar vor dem Halving. Ja? Das ist vielleicht interessant. Aber dazu, ich würde wirklich die nächsten 2 Jahre die Gold und den Kryptos die Chance geben, dass wirklich hier der Turnaround wieder kommt und der Bullmarkt anfängt und der Bärmarkt aufhört. Ja? Also das ist jetzt meine Intention zu Gold und zu den Kryptos vielleicht. Ja? Weil auch Krypto gerade gefallen ist. Der Marty hat noch die Frage vorhin ergänzt. Er hat gemeint quasi bezüglich dessen, dass halt mehr physisches Gold auf den Markt kommt, weil halt quasi im Keller vom Vatikan noch einiges gelagert sein könnte. Ja, aber wie kommst du auf die Idee, dass der Vatikan das verkaufen möchte? Das ist halt die Frage, ob es zur Verwerfung kommt. Darum habe ich ja gesagt, wenn die das Gold am Markt haben, kann ich dir eins sagen, wird das relativ schnell von den Russen und den Chinesen aufgekauft. Die Chinesen und die Russen planen gerade Folgendes. Die BRICS-Staaten, ja, oder auch BRIC-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, die sind ja nicht dumm. Die haben ja in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr, sehr viel im Bereich Bankenwesen oder auch im Bereich Zahlungssysteme Fortschritte gemacht. Ja, die Inder sind ja zum Beispiel, wie ihr wisst, Inder sind ja einer der besten Programmierer der Welt, sind Russen und Inder. Ja, die kommen von dort. Ja, und auch hier sieht man, die Russen und die Chinesen wollen, dass dieses SWIFT-Bankensystem umgehen. Früher oder später werden die Öl nicht mehr in Dollar handeln. Ja, hier kommt es dann massiv zu der nächsten Verwerfung der Währungen. Ja, das werden wir auch sehr wahrscheinlich unsere Generation noch erleben, dass die komplett alle da drüben in Asien austreten werden aus diesem Geldsystem, aus diesem SWIFT-System. Warum? Man sieht es ja. Wenn man nicht amerikanisch gestimmt ist, so wie die Russen, und natürlich pro und contra, wie gesagt, ich bin kein Putin-Freund, bitte nicht falsch verstehen, ich mag diesen Mann nicht, weil er tötet genauso oder lässt Menschen töten und sein eigenes Volk auch, aber genauso sehe ich das bei den Zelensky. Er ist genauso einer, die gehören alle zusammen, ja. Wie gesagt, auf das will ich jetzt auch gar nicht eingehen. Auf das, was ich eingehen will, ist, die lassen sich das nicht mehr gefallen von den Amis. Die Chinesen und die Russen werden den asiatischen Markt komplett neues Währungssystem aufstempeln. Und da müssen alle mitziehen, weil kommunistische Länder, da gibt es nur eine Richtung, das, was der Staat sagt, zählt. Alles andere ist verboten und darf nicht gemacht werden. Anders wie bei uns. Ja? Die werden das relativ rasch umsetzen. Und wenn die das rasch umsetzen, dann sind wir mal rasch kräftig im Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Und dann passiert Folgendes, dann werden die harten Währungen noch richtig pushen. Und das können wir vielleicht in den nächsten Jahren sogar schon erleben. Das ist auch ein Katalysator, wie einer vorher schon geschrieben hat, oder aber auch eine Möglichkeit, was passieren kann. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich drei Thematiken, warum Gold und Silber risen können.
Das erste ist mal die Inflation, später vielleicht noch eine Hyperinflation, eventuelle Währungsreformen, dann der russische Markt im Hintergrund mit den Chinesen, die eigenes Währungssystem aufstellen wollen, beziehungsweise ein eigenes derartiges SWIFT-System. Und wir haben natürlich andere Faktoren auf dieser Welt auch noch. Ja. Man darf ja diese ja, Blackout-Gefahr, ich sage mal, diese herbeigeführte Blackout-Gefahr auch nicht vergessen. Ja. Das kann vielleicht auch dazu beitragen. Ja. Aber ja, das betrifft dann uns eher in Europa, denke ich, hauptsächlich, weil hier das so propagiert wird. Ja. Gut. Eine andere Frage von Marti war, hast du eine Meinung zu Vrenelli? Ein Händler meinte zu ihm, dass diese Münze irgendwie selten gefragt ist und eher unterm Radar laufen. Entschuldigung, wo steht die Frage? Ich sehe sie gerade nicht. Ich mache dir einen Punkt. Also, warte mal. Die Frage steht bei 20.36 Uhr. 20.36 Uhr. Also hier unter dem Radar. Du, da müsste ich den Mario fragen, weil wie gesagt, der hat das Handwerk gelernt. Da kenne ich mich leider zu wenig aus, ja. Frenelli. Mache ich mir einen Screenshot, Moment. Oder beziehungsweise ich bin eh im Chat drin. Da mache ich mir trotzdem einen Screenshot. Der ist nämlich witzigerweise auch gerade in Dubai. Den werde ich jetzt natürlich nicht erreichen. Er hat sehr viel zu tun, das hat er mir schon gesagt. Aber wenn er zurückkommt, werde ich ihm die Frage stellen und werde dann natürlich gleich das versuchen, ja. Euch die Antwort zu geben. Aber das interessiert mich natürlich auch. Ja, ich lerne auch immer wieder ein bisschen was dazu. Vielleicht kennt ihr die. Ja, was ich weiß, wir haben halt schon ein paar seltene Sachen, wenn man zum Beispiel, die bekommen halt, wenn ihr Sammler unter euch sind, ja, oder habt, die bekommen natürlich so Silbermünzenkontingent, da gibt es auf der ganzen Welt vielleicht 200 Stück. Da haben die aber auch eine, ja. Oder zwei für natürlich Liebhaber. Und auf das können wir natürlich dann auch zugreifen. Ja. Nicht alle, aber zumindest viele. Ja. Ja. Aber so kann ich da leider nichts zu der Münze sagen. Okay. Die nächste Frage vom Eddie war: Palladium war ja recht hoch. Ja, voll. Hast du eine Prognose, wo das hinführen kann? Also Palladium war meistens so, dass das Diamond Gold den Hype verlassen hat. Das ist ähnlich wie beim Bitcoin. Dann hat der Ethereum angezogen und ähnlich sehe ich das da auch. Ich glaube, das ist erst einmal Gold komplett raufgehen wird, bevor dann Palladium wieder die Rakete zündet. Aber inwieweit und wie viel das hochgeht, da müsste ich mein Spezi fragen in puncto Palladium. Ja? Ich bin eher so der Gold und Silber, da habe ich die Kenntnisse. Aber ich habe noch einen Kumpel, der macht eben diese Industriemetalle in Palladium, Germanium, Indium und alle möglichen Sachen halt, die für Flugzeugbau, für Photovoltaik, für Handys wichtig sind. Zum Beispiel, viele wissen nicht, das sage ich euch jetzt, wenn ihr über das Handy drüber wischt, dieses Touch, dass sie die Bilder bewegen, ja, dafür ist Indium verantwortlich. Da sind 40 Gramm Indium in jedem Handy drinnen. Indium zum Beispiel kriegst du ja so nicht zu kaufen. Das ist ja extrem, extrem schwierig zu kaufen, verkaufen. Und ich kenne halt einen Händler, bei dem hast du die Möglichkeit, das zu bunkern, ja, und zu kaufen. Wie stehst du zu Lithium? Du meinst generell jetzt zu der Elektromobilität? Nein, zu Lithium als Edelmetall. Eher als Rohstoff meinst du, oder? Zählt Lithium jetzt nicht als Edelmetall? Boah, ich glaube, es gibt eine eingeschränkte Ansicht, was wirklich tatsächlich ein Edelmetall ist. Würde ich jetzt einmal, das muss ich jetzt selber googeln, ob Lithium wirklich Edelmetall ist oder unedel. Edelmetalle sind chemisch stabile. Im eigenen Sinn steht nur Gold, Silber, Platinum und Palladium als Edelmetall. Okay. Aber das als Lithium eher als Rohstoff gesehen. Ja. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich lasse mich immer eines Besseren belehren, weil ich ja auch nicht allwissend bin, logischerweise. Welche Metalle sind edel? Gold ist bei den meisten der bekannteste Edelmetall. Platin, Ruthenium, Rhodium, Palladium, Osmium und Iridium zu den Edelmetallen.
anscheinend. Okay, na, dann gehört es nicht dazu. Silber, Quecksilber gehören im weiteren Sinne dazu, obwohl sie leicht abweichende Eigenschaften besitzen. Ah, okay, cool. Habe ich auch nicht gewusst. Aber Lithium dann anscheinend doch nicht. Ja. Lithium an sich, ja, es handelt also Lithiumminen, natürlich, hallo, Aktien. Das ist eben das. Ich bin absolut nicht für die Elektromobilität. Weil der nächste Rohstoff schon wieder Ausbeutung, irgendwelche kleinen afrikanischen Kinder oder chinesischen Kinder müssen in eine Mine rein und das Ganze abbauen. Ja. Die Mine stürzt ein, sie sterben, in den Medien steht nichts, ist uns scheißegal. Hauptsächlich fahre ich mein Elektroauto. So. Und das ist halt Katastrophe. Ja, Lithium zerstört sowieso allen. Ich meine, du brauchst dir nur gucken. Österreichisches Unternehmen, Fronius, sagt immer, ja, wir haben unsere Sachen alle in Österreich gebaut und alles super geil. Die haben sie in Österreich zusammengebaut. Es kommt alles aus China. Auch die Photovoltaikanlagen und alle Wechselrichter kommt alles aus China. Die Teile gibt es sonst nirgendwo. Ja? Weil die seltenen Erden, die man benötigt für Solarzellen oder Photovoltaikanlagen und für die ganzen Bauteile, kommen halt aus China und Indien. Das ist die Wahrheit. Und natürlich auch Brasilien vielleicht. Ja? Aber das meiste kommt aus China. Wir haben kein Indium in Europa. Wir sind Rohstoffschmarotzer Nummer 1 auf der Welt nach Amerika. Ja? Und das ist halt richtig krass. In Südtirol gingen ein paar Firmen pleite wegen den Chinesen. Na, das wird dann noch ärger werden. Kurze Frage an euch. Warum glaubt ihr, dass die Banken gerade alle marode sind? Weil die kein Geld haben. Ja, warum haben sie kein Geld? Weil die Leute das Geld abziehen. Wer zieht das Geld gerade ab? Na, die Chinesen ziehen es ab und die Russen. Das ist ja alles ein Spielchen. Die Silicon Valley Bank, Peter Thiel, hat 50 Millionen abgezogen, steht in den Medien. Das ist Bullshit. Der hat Milliarden abgezogen über seine Subfirmen. Nur er persönlich hat 50 Millionen abgezogen. Warum macht er das? Das ist alles hausgemacht. Das ist alles hausgemacht. Ich weiß nicht, ob der Peter Thiel kennt. Ja, für den arbeitet er kurz mittlerweile. Ja. Die machen auch Cyber Security und die sind überall drin. Also Peter Thiel, ein Magnat, ja. Und deswegen sind die Banken marode, weil viele das Geld schon vorher abgezogen haben. Aber das ist Taktik. Die Chinesen ziehen auch gerade extrem viel ab. Auch die Russen über die Chinesen. Weil die Russen ja selber ihr Geld nicht mehr aus dem Landes kriegen, weil ja alles sanktioniert wird. Jetzt haben die chinesischen Subfirmen, die für die das erledigen. Ja? Und wenn mir einer sagt, ja, die Chinesen, die würden niemals mit Russland das machen. Das sind beides kommunistische Länder. Das liegt auf der Hand. Beide haben einen Diktator. Und beide haben extreme Sperren, was Medien anbelangt, ja, Kommunikationssperren und ein eigenes Internet, dass da nichts rausgeht. Und die drehen die Medien ab, die gegen ihr Regime reden und lassen sie verschwinden. Das heißt, die Chinesen werden mit den Russen zu 100% arbeiten in der Zukunft. Mehr als wie mit Amerika, leider. Okay, Prösterchen. Ja, stimmt schon. Das stimmt. Ich meine, zwei Fragen an dich. Bitte. Ich weiß nicht, welche kürzer ist, aber im Grunde genommen, ich kann bei euch Gold kaufen. Genau. Mit Kryptowährungen. Nein, mit Kryptowährungen, das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss ich, aber das geht sehr wahrscheinlich, geht's ja, weil es gibt eine Schnittstelle, die hängen wir dran und dann geht das ja. Das muss ich aber noch abklären. Und das geht anonym. Jo. Das heißt, jetzt nur mal, um das Ganze jetzt mal so als Gedankenexperiment durchzuspielen, man könnte bei euch anonym mit seinen Kryptowährungen Gold kaufen und das auch physisch besitzen oder bei euch im Safe liegen lassen? Jein, im Safe liegen lassen kannst das du nur bei einer gewissen Summe. Mhm. Ja? Und das, was ich meine, ist, du kannst diesen Novan-Token kaufen und das ist, diesen Novan-Token kannst du natürlich mit Kryptowährungen kaufen und der ist natürlich zu 100% in Gold gedeckt. Dann stimmt das, was du gesagt hast. Aber so jetzt, und dann bist du auch anonym, natürlich, aber so jetzt, dass du mit Kryptowährungen, mit Bitcoin dir Gold physisch kaufen kannst, was dann nach Hause geschickt wird, das müsste ich jetzt ehrlich gesagt noch kurz, müsste ich abklären, ob das geht. Eigentlich brauchst du ja nur eine Schnittstelle wie Bybit oder wie die da heißen, ja, und die hängst du dran und dann kannst du mit deiner Kryptowährung einzahlen und wir bekommen das Geld aufs Konto. Ich denke mal, dass das überhaupt kein Problem wäre. Das müsste man abklären, ja. Ich meine, die Nachfrage müsste halt dann größer sein, was das anbelangt. Weil du darfst eins nicht vergessen, der klassische Goldkäufer hat Euros und ist 60 Jahre alt. Das ist die Wahrheit.
Und ja, das mag schon sein, aber der klassische Goldkäufer, der sitzt doch nicht am Telegram im VC. Ja, genau. Und kann dir garantieren, dass wenn, und da bin ich der Erste, der sich bei dir meldet, man die Möglichkeit hat, anonym, nicht nachvollziehbar Gold bei euch zu kaufen und das mit Kryptowährungen zu bezahlen, brauche ich mich eine Hand ins Feuer legen, dass das sehr, sehr viele Leute interessieren würde. Ja, also anonym zu 100%, in Euro zu 100%, vor Ort zu 100%, ja, aber in Kryptowährung müsste ich abwehren. Das ist eben genau das, was interessant wäre, weil das viele Leute, ich meine, das geht jetzt nicht auf mich, aber ich nur als Gedankenexperiment, man kann sowas ja durchspielen, viele Leute wollen ja immer quasi das Geld irgendwie rausbringen aus der Kryptowelt, irgendwie in einen physischen Wert. Genau. Und das wollen sie aber im Normalfall anonym tun, weil, wie gesagt, selbst wenn man nichts zu verbergen hat, möchte man sich halt einfach nicht mit dem Finanzamt an einen Tisch setzen. Ne, logisch. Und das wäre halt so eine Sache, wo ich sage, da kann ich mir vorstellen, dass da eine enorme Nachfrage bestehen würde, dass wenn die Leute eben mit ihren Kryptowährungen das zahlen können. Wie das dann rennt, ob man sagt, okay, man kauft euren Token und schickt euch dann euren Token und der wird geburnt und dafür kriegt man dann das Gold an irgendeine Adresse geschickt. Ist ja komplett egal, ja? Ja. Aber das wäre was, wo meiner Meinung nach eine enorme Nachfrage bestehen würde. Das kann ich natürlich für euch abklären, werde ich natürlich auch abklären und dann können wir da schon was machen, denke ich. Naja, KYC machst du ja erst ab 10.000 Euro. Das habe ich euch, das ist halt das Schöne bei uns. Derzeit ist das noch eine Grauzone. Derzeit, darum müsst ihr schnell sein. Auch das jetzt, was ich euch gesagt habe, wird nicht mehr lange gehen, womöglich, weil die EU die ganze Zeit neue Verordnungen bringt. Irgendwann wird es beim ersten Euro so sein, komplettes KYC. Du wirst alles angeben müssen. Sogar die Farbe deiner Unterhose. Scherz beiseite, aber ja, das wird irgendwann so sein und ich würde jetzt, wenn ihr Gold kaufen wollt, auch wenn die Kryptos gerade noch herunten sind, ich verstehe es auch, ihr erwartet alle, man verkauft ja erst dann, wenn der Bullmarkt da ist, oben. Das ist ja ganz logisch, ja. Aber ja, ich würde trotzdem jetzt schon, weil wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt in den nächsten Jahren, vielleicht bevor der Bullenrun losgeht, wir wissen es ja nicht, wir haben ja nicht die Glaskugel und würde mir trotzdem jetzt, und nicht, das ist nicht ein Verkaufsschmäh von meiner Seite, sondern ich würde mich jetzt schon mit Gold eindecken. Ganz kurz erklärt, was ich mache. Ich habe 10.000 Euro im physischen Gold bei mir. Okay? Ich habe 5.000 Franken bei mir, ich habe 5.000 Euro bei mir und 5.000 Dollar bei mir. Und zwei Reisepässe mit zwei verschiedenen Namen. Na, Scherz beiseite. Ich bin kein Geheimagent. Aber so aufgeteilt sollte ein jeder von euch zu Hause Geld haben. Ja? Weil wenn der Euro nicht mehr ist, habe ich den Franken. Und der Franken ist für mich die sicherste Währung. Das muss ich nach wie vor sagen. Ja? Obwohl das jetzt mit der Credit Suisse, ja, bla bla bla, wissen wir eh. Aber trotzdem ist er der sichere Hafen, sicherer wie Dollar und sicherer wie der Euro. Das ist meine Meinung. Wenn ich aus der Landesreise muss, habe ich drei verschiedene Währungen. Wenn eine in den Arsch geht, bin ich auch hier diversifiziert. Zusätzlich habe ich noch Gold und Silber im Wert von 10.000 Euro. Dass ich leichter mit mir herumtragen kann, weil es ja nicht so viel ist und ich teile es halt auf die Familie auf. Ich habe zwei Kinder, eine Frau, bekommt jeder was in sein Säckchen rein, dann ist das schon gewesen. Ja? Falls wir getrennt werden, dass jeder irgendwie Mittel hat noch. Und das ist halt genau das, was ich euch raten würde. Ja? Aber natürlich, ich verstehe euch, die Frage ist, kann ich in Kryptos? Dann werde ich das natürlich auch fragen und auch die Möglichkeit, den NNN-Token zu kaufen, zu burnen und dann das Gold auszuzahlen, das checke ich natürlich auch ab. Okay, weil wie gesagt, das wäre wirklich interessant für einige Leute. Ja. Also gerade eben die Funktion, dass du, ich meine natürlich auch, dass man es mit Euro und so kaufen kann, aber eben die Funktion, dass man es mit Krypto zahlen kann von irgendeiner DeFi-Wallet, wäre sicher auch für einige Krypto-Dienstleister interessant. Ja. In Kryptowährungen bezahlt werden. Thema ist halt trotzdem, du musst halt, also ich bin Vermögensberater, schwierig. Ihr müsst halt immer das eine bedenken, ist, das KYC-Verfahren ist ja für eines da, dass man im Endeffekt die Geldwäsche vermindert. Ja? Und du musst ja als
egal jetzt, aus welches Unternehmen, ob du Immobilienunternehmen bist, ob du normaler Berater bist wie ich, musst du ja eigentlich trotz dessen den Kunden überprüfen, woher die Mittel kommen. Das heißt jetzt, wenn es irgendeine eine Wallet ist von einer Exchange, da bist du ja sowieso registriert, da bist du ja eigentlich ja auch nicht mehr anonym. Ja. Ja. Ich dann rede jetzt von Wallet oder Metamask zum Beispiel. Ja, ich denke mal, ja, das ist halt die Frage. Ich muss halt, das ist halt schon die wirkliche Grauzone, ja. Ich meine, persönlich jetzt als Vermögensberater würde ich persönlich würde es nicht machen, ja. Aber das hat ja nichts mit mir zu tun, das ist ja eine Goldfirma. Ich bin ja, die ist ja kein Vermögensberater, die ist ja einfach nur eine Goldunternehmen, ist auch keine Bank. Die muss das ja natürlich dann selbst entscheiden. Also die Novem Gold selber muss das entscheiden, ob sie das machen würde oder macht. Und wie gesagt, das werde ich natürlich erfragen. Aber ich persönlich, ich sag's euch jetzt, wie es ist, ich setze mich nicht 10 Jahre ins Hefen, nur weil ich kurz einmal 30.000, 40.000 Euro verdiene. Weil ich dann Leute etwas kaufen lasse und quasi was mitverdiene. Ich würde es nicht machen, weil, ja. Weil die, ich sage das, wie es ist, die Finanzmarktaufsichten in allen Ländern, ob es jetzt die FIMA in die BaFin in Deutschland ist, die FMA in Österreich ist und wie sie alle heißen, ja, die haben da richtig ein Auge drauf momentan. Also die haben ja auch kein Geld mehr, der Staat. Die müssen jetzt die Leute versuchen, die irgendwo doch keine Steuern zahlen wollen, ausfindig zu machen. Und der Druck ist da extrem geworden die letzten Jahre, in Deutschland wie in Österreich, auch in der Schweiz, in der Türkei wegen Schwarzgeld. Überall, wo es Probleme gibt in der Wirtschaft, wird das stark forciert. Und ich kann mir, ich sage es euch, wie es ist, ich bin ja auch in der Kryptoforensik, habe ich auch Bekannte, ihr braucht gar nicht glauben, was die schon alles wissen. Die Polizei, die Kriminalisten, die können dann mittlerweile schon Smart Contracts rückgängig machen. Die wollen das und haben das gemacht mit circa ein paar hundert Bitcoins. Über eine Betrugsmasche haben die den Smart Contract rückgängig gemacht. Das dürfte eigentlich nicht möglich sein. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich kann euch noch ein paar Sachen erzählen, aber da wird euch dann schlecht, da wird das der Glaube in den Kryptomarkt erodiert, ja. Die einzige wirkliche Währung ist Bitcoin. Da geht das nicht. Da kannst du nichts machen. Aber auch jetzt zum Ethereum, die Smart Contracts kann man rückgängig machen. Wenn der Staat das so will, muss das so programmiert werden und die Community, der Vitalik oder andere, die da hinten sitzen, der Lupin oder so, die müssen das dann machen. Die können nicht aus. Das ist halt das Problem. Und ja, schwierig. Schwierig. Naja, heftig. Ich meine, kurz erklärt, der Hussim, ich war einer der ersten Gründungsmitglieder der Kryptowelle in der Schweiz. Wir waren auf der ersten Blockchain-Messe in Berlin, war ich anwesend. Die allererste. Wir haben eines der größten Events in Österreich gemacht, in Linz. Mit 1500 Leuten, da ist Bank Austria da gewesen, Ernst & Young, da sind richtig viele Leute da gewesen und haben dort über Blockchain und alles her, also haben wir wirklich alles aufgeklärt, die Leute. Das war das größte Blockchain-Event Europas, by the way. Und ich bin ja auch, ich habe den Lupin und alle von Ethereum habe ich auf der Kryptowelle kennengelernt. Ich habe zum Beispiel den Geschäftsführer von Tezos kennengelernt. Ich war am World Economic Forum und hatte einen Badge über Kryptowährungen in erneuerbare Energien. Und World Economic Forum sagte ich was, neben ungefähr drei Zimmer oder drei Plätze eigentlich, weil das ja ziemlich klein dort war in Davos, drei Zimmer weiter ist der Bill Gates gesessen mit seinen Bodyguards. Das ist kein Witz, was ich euch erzähle. Und ich habe da schon wirklich vieles mitbekommen und eins ist leider das Problem. Man weiß bis heute wirklich noch nicht, wer hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto steckt. Ist es ein Versuchsprojekt, das das FBI oder CIA gemacht hat? Ist es tatsächlich irgendeine Community, die so ähnlich wie, wie heißen sie, Anonymous sind? CryptoPunks, würde ich sagen. Ja, das wissen wir nicht. Keiner weiß das.
Und das ist halt immer noch die Gefahr, dass das Ganze von Haus aus schon korrupt oder korrumpiert ist. Und wenn es nicht von Haus aus korrumpiert ist, müssen wir aufpassen, dass es nicht jetzt korrumpiert. Wenn wir uns die Zero-Knowledge-Proof-Coins anschauen, Monero, Zcash, wie sie alle heißen, Dash, die werden verschwinden. Weil ein Zero-Knowledge-Proof lässt einen Finanzmarkt nicht zu. Weil das würde bedeuten, ich kann über, genauso wie dieser, wie heißt dieser Mixer, der jetzt im Darknet aufgeflogen ist. Tornado Cash? Wie? Coin Mixer. Das ist, wo sie das Geld gewaschen haben in Kryptowährungen. Was Tornado jetzt Cash. Aufgeflogen ist. Tornado Cash. Ja, weiß ich nicht, da gibt es ja mehrere von denen. Ja, das ist alles, früher oder später kriegen sie die alle. Die sind halt ja auch nicht dumm. Das FBI schnappt sich natürlich auch die Hacker. Wenn der Hacker einen Fehler macht und die meisten Hacker machen Fehler irgendwann, dann holen die den. Ihr in Deutschland müsst es eh am besten wissen. Kennt ihr den Film 23? Aber nicht mit Jim Carrey, sondern mit Karl Koch. Einer der ersten Hacker von Chaos Club. Die haben dazu mal schon eigentlich den Algorithmus gehabt oder haben das gewusst, wie das Ganze funktioniert auch. Die Basis auf Bitcoin ist ja schon uralt. Die Mises-Universität in Österreich, ja. Also eine österreichische Universität, ja, war eigentlich einer der ersten, die über quasi eine digitale Währung gesprochen haben. Über dieses Double-Spending-Problem, dass das gelöst wird. Ja? Double-Spending wird euch eh allen ein Begriff sein, warum Bitcoin existiert, wegen Double-Spending. Double Spending ist quasi für die Programmierer unter euch, die kennen sich eh aus. Ich bin nicht so der Programmierer, aber ich kann es euch erklären. Du kannst jede Datei kannst du duplizieren und fälschen. Das heißt, Raubkopien kannst du kopieren und fälschen. Du kannst mit einem Trojaner dir Zugang in einen Bereich verschaffen. Ja? Das nennt sich Double Spending. Und dieses Double Spending wurde bei Bitcoin gelöst. Der ist nicht. Du kannst den nicht duplizieren. Du kannst da nichts. Du kommst da nicht rein, auf gut Deutsch gesagt, ja? Weil es eben durch die Blockchain abgesichert ist. Und das ist halt genau dies, was auf der Mises-Universität in Wien teilweise schon propagiert worden ist. Das wissen auch viele nicht. Ja? 23? Hast du jetzt den Karl Koch rausgesucht, oder was? Ja, genau. Karl Koch, ja? Chaos Computer Club, CCC. Perfekt. Lest euch das. Den hat's gegeben, den haben's geholt. Der ist verschwunden, spurlos. Und das funktioniert natürlich auch mit anderen Hackern. Aber die besten Hacker sitzen ja dann beim FBI und beim CIA meistens. Ja. Und ja, das ist halt, ja, Krypto ist für mich eigentlich, ja, ganz, ganz schwierig. Ich habe die Ideologie seit 2017 eigentlich, oder 2016 eigentlich, ja, habe ich schon angefangen. Ich habe das erste Mal Kontakt gehabt zum Bitcoiner 2011. Da habe ich es ein bisschen ausgelacht, habe gesagt, das ist ein Scam, was wollt ihr von mir? Ja. Aber trotz dessen, ja, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, wohin die Reise geht mit Bitcoin. Wenn das ganze System korrumpiert, versteht ihr, was ich meine? Ja, ich glaube, das ist eh so eine spannende Frage, so was mir auch vorher durch den Kopf gegangen ist. Zum einen, wenn man sich quasi unser kapitalistisches System anschaut, es muss ja in periodischen Abständen immer wieder zusammenbrechen, weil es halt einfach kein unendliches Wachstum gibt, sage ich jetzt einmal. Außer beim Krebs. Der fühlt auch im Exodus. Und da ist halt dann die Frage so, wir sind ja jetzt eindeutig an dem Punkt, wo man sagen, okay, wir sind irgendwo so am Weg nach unten, wo jetzt mal die logische Schlussfolgerung gemessen an vergangenen Ereignissen wäre, dass das jetzt mal irgendwo so Krach macht. Ja, cool. Wie das ausschaut, wäre eine interessante Frage. Wie siehst denn du das? Weil ich denke mir sicher, du hast das so, wie du es teilweise früher gehabt hast, dass du sagst, okay, Währungsreform oder Währungsänderung. Aber du hast ja jetzt ganz andere Rahmenbedingungen als zu dem Zeitpunkt. Du bist jetzt in einer Zeit, wo du den Leuten quasi elektronisch alles zuweisen und absprechen kannst, ohne dass sie wirklich was dagegen machen können. Genau. Des Weiteren die Leute halt auch, wie soll ich sagen, gerade wir in Europa, wir leben in einer Zeit des Wohlstands,
Vollgas. Wo wir eigentlich einen Hunger, eine Kälte, einen Krieg, Gewalttätigkeiten nicht mehr gewohnt sind, weißt du? Das ist nichts, was für uns greifbar ist, aber es ist ja auf der anderen Seite ein paar hundert Kilometer weit weg, sterben reihenweise die Leute, ja? Also ja, es könnte es nicht mehr sein. Allerdings hast du halt dadurch eine andere Mentalität beim Großteil der Leute, ja? Jetzt meine Frage, wie siehst du das, dass es möglich wäre, dass dieser Crash kommen könnte? Und wie bereitet man sich oder wie übersteht man den am besten? Und wann macht man dann am besten den Profit aus dem Ganzen? Dass man sagt, okay, jetzt verkaufe ich mein Gold für Immobilien, für Aktien oder sonstiges. Ich fange jetzt mal das Worst-Case-Szenario zu zeichnen an, wenn euch das passt. Das Worst-Case-Szenario ist, der Mensch wird sich definitiv in dieser Zeit, wo wir uns im Zeit des Internets befinden, eine schnelle Kommunikation von A nach B haben, sei es jetzt im entlegensten Teil in Aserbaidschan oder Djibouti bis nach Australien runter, ja? Oder Österreich natürlich dann. Und da ist die Kommunikation halt so schnell dort, dass wir alles erfahren und wissen. Und der Mensch wird sich das nicht mehr so gefallen lassen wie früher. Und der Staat kann das, egal was er macht, auch nicht mehr kontrollieren wie früher. Meine Meinung, und das ist jetzt wirklich das Worst-Case-Szenario, ich will da niemanden jetzt Angst machen, ja? Mein Szenario zeichnet sich ein bisschen in so einem apokalyptischen Szenario ab, wo eben, wie man sieht, jedes Land schon zu 50% gespalten ist, ja? Genau, du sagst das, Civil War, Bürgerkrieg. Tatsächlich glaube ich daran, dass wir bürgerkriegsähnliche Szenarien aber nicht in einem Land, nicht in einem Kontinent, sondern weltweit sehen werden. Es wird ein massiver Zusammenbruch oder Vertrauensbruch von Politikern geben, die man ja jetzt schon sieht und hat. Und so gespalten wie Amerika oder wie Deutschland oder wie Österreich oder wie Frankreich war es noch nie. Es war noch nie so. Das heißt, wenn es zu einer Enteignung kommt, ob gewollt oder ungewollt, dann werden wir eigentlich nimmer die Frage haben, was oder wo kann ich investieren, damit ich Profit mache, sondern dann geht es eigentlich um die Frage, was habe ich, dass ich meine Familie beschützen kann und wo kriege ich die nächste Ration Essen her. Also das ist jetzt dieses Worst-Case-Szenario. Wenn das passiert, dass wir den nächsten Crash erleben, dann verspreche ich das so, wie ich es jetzt gesagt habe, dass wir das nicht mehr so haben werden wie früher, dass die Menschen das gefallen lassen. Das war jetzt, wie gesagt, dieses Worst-Case-Szenario. Ja. Aber jetzt kommen wir da zu dem Szenario, was realistischer sein kann und wird. Und das ist halt das. Sie können das natürlich nicht mehr verstecken irgendwann einmal, dass sie so viel Schulden haben, dass die Schulden nicht mehr bezahlt werden können, dass der Zins schon höher ist als wie das Bruttoinlandsprodukt, also der Zins der Schuld. Ja. Und meine Meinung ist, wir haben schon seit 2008 das System in einem Wachkoma gehalten mit einem Defibrillator oder beziehungsweise an der Herz-Lunge-Maschine. Und jetzt kommt irgendwann einmal das, dass der Stecker gezogen werden muss, weil sie es wissen, dass es nicht mehr geht, weil sonst dieses Radl sich immer wiederholt. Und man kann eigentlich nur, und das muss man halt wissen, das gesamte Vermögen der Welt, also alles Vermögen in Euro und alles Vermögen in Dollar, ist immer ident zu den Schulden. Das heißt, die gesamten Schulden Amerikas, wenn es jetzt da 10 Billionen Schulden geben würde, gibt es exakt 10 Billionen Dollar. Das heißt, wenn der Staat sagt, ich muss Schulden reduzieren, muss er das Geld reduzieren. Und das geht eben nur mittels Inflation. Es geht aber nicht mehr mit einer trabenden, nicht mehr mit einer galoppierenden, sondern es wird sich so wohl oder übel vielleicht doch in eine Hyperinflation bewegen. Ja? Und wie gesagt, ich habe das Worst Case vorher schon gesagt. Ich finde eine Hyperinflation nicht mehr das Worst Case. Ob es eine Währungsreform kommt oder ob es zu einem digitalen Euro kommt, das sei dahingestellt. Aber wir werden sehr wahrscheinlich noch eine Hyperinflation erleben da in diesem schönen Europa. Und wenn nicht, dann drehen sie uns den Strom ab. Weil was ist denn das Beste, was man machen kann heute als Regierender? Wenn die Leute auf mich losgängen, dann schaffe ich einen anderen Feind. Wir haben jetzt den Corona als Feind gehabt ein paar Jahre. Jetzt haben wir einen Russen als Feind ein paar Jahre.
Und dann kommt vielleicht der Stromausfall als Feind. Dann ist aber der Politiker nicht schuld. Weil dann gehen die Menschen aufeinander los und killen sie mal gar für eine Dosensuppe. Jetzt sind wir schon wieder zum Worst-Case-Szenario. Ich weiß. Aber versteht ihr, was ich meine? Das heißt, meine Meinung ist, wenn ich investiere, dann nur in Aktien, nur in Gold und in Kryptos, aber trotzdem gleichermaßen diversifiziert. Weil das Risiko, dass ich, wenn ich keinen Strom mehr habe, die Kryptowährungen nicht mehr kriege, dass natürlich auch dann meine Aktien nicht verkaufen kann, weil es keine Börse mehr gibt, ist so hoch, dass ich dann nur mehr mit Gold zahlen kann. Und darum ist aber trotzdem die Diversifikation wichtig. Das heißt, ja, Armbrust und solche Sachen habe ich auch daheim, das ist sehr wichtig, ja. Aber man muss halt wirklich als Investor immer die, weil 2008, kann sich eh sagen, 2008 hat jeder glaubt, die Welt geht unter. Ich habe mit einer Fondsgesellschaft telefoniert und der Mitarbeiter von denen hat mir abgeraten, das war Franklin Templeton, ja, hat mir abgeraten zu investieren. Der hat die Nerven da nicht gehabt. Der hat gesagt, das geht nicht, da, tut das nicht, das ist viel zu gefährlich. Und das war aber ein Mitarbeiter, das war kein Fondsmanager, muss ich dazu sagen. Ich habe dann eh Gott sei Dank gleich den Fondsmanager angerufen, den ich kennt habe, und die haben den dann eh gekündigt, weil der hat ja komplett irrational gehandelt. Ja. Da habe ich sogar kurz einmal Angst gehabt. Aber ich habe in dieser Zeit 20.000 Euro investiert und habe in kürzester Zeit mit den Emerging Markets, die Schwellenländer Asien, Lateinamerika, 100% Gewinn gemacht. Weil die schnellsten waren, was aus der Krise gekommen sind. Europa und Amerika haben 10 Jahre aus, weiß ich nicht, gar nichts gemacht. Also 5 Jahre, sagen wir so, 5 Jahre, Entschuldigung. Und das ist halt genau das Thema. Ich glaube nicht, dass das jetzt sich wiederholen kann von 2008. Ich glaube, wir werden ein Szenario 1928 kriegen. In irgendeiner Form, vielleicht auch keine Währungsreform, weil sie wollen ja nicht, dass die Leute auf einmal losgehen. Aber dann bitte schaut, dass ihr trotzdem diversifiziert seid. Weil die Glaskugel habe ich nicht. Darum bin ich ein Mensch, ein Freund von Diversifikation, von Streuung. Und da gehört halt für mich im Verhältnis jetzt, wenn ihr mein Verhältnis noch wissen wollt, das kann ich euch sagen, 10-20% Gold, Aktien mindestens 30% und der Rest, wenn man so will, weil sie Krypto-Affinsatz in Kryptos. Ja. Aber ich würde nicht die Gefahr eingehen, dass ich alles in Kryptos lege oder 70% in Kryptos. Ja, das würde ich nicht machen. Ich würde jetzt zumindest den nächsten Bullenrun würde ich schon oder so hoch sein. Aber wenn sich das abzeichnet, was ich euch jetzt gesagt habe, dass die Banken zusammenbrechen und das Szenario kommt, dass wirklich der Crash vor der Tür steht, dann gehen eh die Kryptowährungen einmal schnell auf, aber dann wieder so schnell wie es geht, und da sind wir jetzt beim Thema, was du vorher angesprochen hast, so schnell wie es geht, einen Teil auscashen lassen in irgendeinen Sachwert, auf alle Fälle. Und nicht warten wieder, bis der Winter kommt, ja? Weil dann geht es richtig los, Jungs. Dann ist ein Pulver fast da und dann kannst du nicht mehr sagen, was wo was ist. Weil wenn das Internet und alles, wenn heute keiner mehr in die Arbeit geht, weil er kein Geld mehr hat, alle streiken, dann gibt es einen Stromausfall oder was auch immer. Ich weiß es ja nicht, das wissen wir ja nicht. Aber es wird nicht schön. Es wird schon unschön, wenn ein Crash kommt. Es, weil es mehrere Faktoren gibt. Es brodelt ja schon die ganze Zeit, ihr kriegt es ja alle mit. Seit Corona hat sich die Welt komplett verändert. Und das ist halt die Gefahr, dass diese Krise, weil die Menschen immer brutaler werden, nicht mehr normal ausgeht. Die werden sich das nicht mehr gefallen lassen. Bei uns haben sie zwei Mädeln, haben wir 12-Jährige angestochen, zwar 12-Jährige, 12-Jährige. Jungs, einer rennt rein und macht in einer Kirche die Leute nieder. Das haben wir nur in Amerika früher gehabt, solche Sachen. Das ist alles bei uns jetzt. Wir sind weltweit so vernetzt, dass wir alles dasselbe haben. Die Menschen sind komplett überlastet. Redet einmal mit den Menschen da draußen. Ich will das nicht schier reden, aber es ist doch jeder überlastet. Und viele da drinnen womöglich auch, sei es psychisch, sei es körperlich, was auch immer, weil keiner mehr normal da draußen tickt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das Finanzsystem dann zusammenbrechen wird, wenn das so ist. Das wird nicht schön werden. Und darum muss man schauen, dass man diversifiziert. Und auch Lebensmittel. Auch Lebensmittel sind für mich ein Sachwert, der was daheim ein bisschen aufgebaut werden soll. Okay, aber jetzt tut mir leid, dass ich das jetzt so gesagt habe, aber jetzt kriegen ein paar vielleicht wieder ein paar schlecht oder was. nee, alles gut. Nein, ich verstehe schon, dass es einfach so einfach, wie soll ich sagen, Bedenken gibt, die man einfach hat. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch den Edi zum Beispiel, der hat vorhin geschrieben, er ist jetzt 45 Jahre alt und seit 30 Jahren heißt es Zusammenbruch. Er zum Beispiel glaubt mittlerweile nicht mehr dran. Ja, gut, Edi, da bin ich voll bei dir.
Es gibt ja einen Spruch, der kleine Junge sagt, der Wolf kommt, der Wolf kommt. Und hat immer gelogen oder hat immer das gesagt, die Leute haben es schon gehört, das ist ein Narrativ, ja, interessiert mich nicht, du sagst, dass seit 30 Jahren der Wolf kommt. Aber was ist, wenn er dann kommt? Bin ich vorbereitet? Das muss ich mich fragen. Das heißt, auch wenn der Crash nicht kommt, ich muss mich nicht fragen, ob er kommt, sondern wenn er kommt, bin ich so aufgestellt finanziell, dass egal was für ein Szenario passiert, ich trotzdem auf der Seite immer nur auch was habe, mit dem ich dann leben kann? Das ist eigentlich die Frage, die sich ja jeder von euch stellen sollte. Und vielleicht in dieser Zeit gar keine Immobilie. Weil immobil sein ist nicht gut in dieser Zeit. Ja? Vielleicht das Geld auscashen, Immobilie verkaufen oder belehnen mit einem Kredit, eininvestieren in Kryptowährungen, in Gold. Ich will jetzt keinen dazu zwingen, dass er einen Kredit aufnimmt und investiert. Ich sage nur, das ist vielleicht die bessere Zeit in dieser Zeit, als wie eine Immobilie zu haben, die was angezahlt ist. Ja? Weil dann sitzt sie auf Geld, das ich nicht verwenden kann und das ist schlecht, besonders jetzt, weil der Bullenmarkt noch nicht angefangen hat. Ja? Aber das sind alles so Überlegungen, die was ich euch mitgib, die was ihr natürlich für euch selbst abschätzen müsst. Ja? Das sind halt die Feinheiten, nenne ich das, ja, beim Investieren. Na, verstehe ich auf jeden Fall den Ansatz. Eddie, was sagst du da dazu? Siehst du das eher so auch, oder? Dass das trotzdem passieren kann? Ist der Eddie, ist eh noch okay? Ja. Nein, Eddie ist eh gerade am Tippen. Okay. Ja, Eigenheim ist immer gut, ja, aber ich bin mittlerweile, ich habe auch ein Eigenheim gehabt, ich habe mein Eigenheim verkauft mittlerweile, muss ich sagen. Weil ich eben nicht weiß, weil momentan alles irrational passiert in Europa. Auch in Österreich. Ich meine, sie sind ein bisschen zurückgerudert, auch wegen der Neutralität wieder, aber ich habe zwei Jungs, ja, müsst ihr wissen. Ich bleibe nicht in einem Land, wo ein Krieg ausbricht. Ich gehe auch nicht in den Krieg und bringe wen um. Ich bin absoluter Pazifist. Und nur dazu würde ich für das Land, das mir so in den Rücken gefallen ist, niemals in den Krieg ziehen. Da tut mir leid, ich bin kein, wie nennt man das, Patriot. Das bin ich nicht. Ja? Wie gesagt, weil ich weiß, auf Postpatriotismus aufgebaut ist und das ist ein Narrativ, das, was ein Staat verfolgt, damit er seine billigen Soldaten in den Krieg schicken kann und verhatzen kann, damit er den Krieg gewinnt und er sich rühmen kann. Aber das Leid, was verursacht worden ist, ist nicht in Ordnung. Und da möchte ich auch nicht teilhaben an dem, weil ich will nicht an Soldaten den Soldaten die Familie, den Vater nehmen. Versteht's, was ich meine? Ja, wie gesagt, ich glaube, keiner will einen Krieg. Also, ja, uns einig. Ja. Eine Frage, kann ich irgendwie Ether in BNBs machen? Okay. Der ist jetzt nicht im Chat drin, glaube ich. Nein, ist er nicht. Okay, anstatt Miete zu zahlen, kannst du das Geld in Kryptos und in Edelmetalle investieren, meiner Meinung. Ja, du. Bin ich voll bei dir? Ja, auf alle Fälle, ja. Aber ja, schwierig. In der heutigen Zeit ist eine Immobilie eine gute Veranlagung, aber ich würde es jetzt am Höhepunkt verkaufen, weil wir werden einen Immobiliencrash, wir haben eine Überhitzung am Immobilienmarkt, wir werden einen leichten Immobiliencrash kriegen, wenn es nicht in einen großen ausartet. Aber wir werden Immobilienpreise um 30% sinken sehen. Glaubt mir das? In Österreich werden wir es so sehen, weil die neue KIM-Verordnung das macht, die Banken kriegen keine Kredite mehr raus, weil die Leute keine 30% Eigenmittel haben. Die neue KIM-Verordnung ist quasi von der FMA gemacht. Das bedeutet, ich muss 30% Eigenmittel haben und zusätzlich darf ich, meine Rate darf nicht mehr als 40% meines Gehaltes ausmachen. Und diese zwei Kriterien fallen genau nur 10% der Österreicher ein und das ist der wohlstehende Mittelstand oder der wohlhabende Mittelstand. Ja? Aber mittlerweile macht, das weiß ich von einem Freund, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, du brauchst 30% Eigenmittel. Ja. Sagen wir jetzt für 100.000, ja. Dann sagen die, okay, wir haben keine 30.000, aber dann gehen sie zu einer anderen Bank, ja, nehmen für 30.000 mit, ja, den 3% den Kredit auf und mit dem Kredit gehen sie dann zur anderen Bank, ja, und dann machen sie quasi das als Anzahlung dafür, dass sie dann die größere Summe kriegen. Das geht also aber nur dann, wenn du das zweite Kriterium, was ich vorher erwähnt hast, schaffst, nämlich dass die gesamten Kreditraten, weil die Bank schaut sich natürlich den KSV an,
das nennt sich Kreditschutzverband, ob du schon einen Kredit hast und dann wird auch diese Rate von diesen 30.000 zu deinem zusätzlichen Kredit des Hauses dazugerechnet und wenn sich das dann nicht mit diesen 40% ausgeht, hast du ausgeschissen. Genau das ist das Problem. Das hätten wir ja auch versucht, was du jetzt gesagt hast, aber das funktioniert leider nicht. Nicht immer. Wenn er es sich leisten kann, wenn er zum Beispiel 5.000, 6.000 Euro netto verdient, und die Eigenmittel finanziert, das geht schon. Wenn aber die Rate nicht mehr als 40% seines Einkommens ausmacht. Also das Einkommen, sprich die Kreditrate, darf nicht 40% von seinem Einkommen überschreiten. Sobald es die Hälfte war, 50%, das heißt, Kreditrate ist 2.000, er verdient 4.000, kriegt den Kredit nicht. Verstehst du, was ich meine? Und dann wird nicht die Kreditrate vom Haus dazu gezählt, sondern gleichzeitig auch noch die Kreditrate von dem Konsumkredit, die 30.000, die er sich da aufnimmt. Das ist leider das Problem. Ja, stimmt schon. Ja, das ist spannend. Weil im Endeffekt, wenn du dir wohlhabende Leute anschaust, im Endeffekt, der Schlüssel zum Wohlstand ist ja eigentlich offiziell nichts zu besitzen, viele Schulden zu haben, die einem einen guten Cashflow generieren, damit man schön leben kann. Und dadurch halt auch keine Steuern zahlt, weil man halt die ganze Zeit Schulden hat. Voll. Und das nennt sich Leverage-Effekt. Wenn ich mit meinem eigenen Geld besser wirtschaften kann, als das Fremdkapital mir kostet, nehme ich mir lieber einen Kredit auf, nehme mein Geld und investiere es. Ganz einfach. Und leveragen tun alle da draußen. Die größten Immobilienbesitzer in Österreich, die größten Immobilienbesitzer der Welt, alle haben Schulden. Natürlich nicht ident mit dem Vermögen, das ist schlecht, aber immer 20% an Schulden. Gut. Ja, ich würde mal sagen, ich bin für heute auch fertig. Wenn ihr natürlich generell Interesse habt an Gold und Silber, bitte einfach nur mal da im Chat, vielleicht auch schreibt ihr was aus oder ein, ich bin jetzt selber euch im Chat drin. Danke nochmal für den Call. Danke für die Aufmerksamkeit an alle Teilnehmer. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was mitnehmen können und ein bisschen was lernen können. Und ihr seid jetzt nicht ängstlich geworden von meinen negativen Apokalypse-Mad Max-Prognosen, wo ich euch irgendein arges Szenario in euren Kopf gezeichnet habe. Aber das, wie gesagt, alles ist möglich, wie im Lotto, oder? Das wissen wir. Gebe ich dir recht. Nein, du, auf jeden Fall danke auch an dich für deine Zeit und dein Wissen. Ich finde es immer spannend, über sowas zu reden, weil im Endeffekt, was passieren wird, weiß keiner. Aber es ist halt immer gut, sage ich jetzt mal, wenn man versteht einfach, wie Dinge funktionieren und sich dann mit Hilfe des Wissens, das man sich da angeeignet hat und so ein paar Referenzwerten aus der Vergangenheit mit aktuellen Daten, die man mit einfließen lässt, einfach so ein paar Szenarien ausmalen kann, dass man einfach weiß, okay, diese Sachen können passieren von bis. Und das kann ich dagegen machen von bis. Und so kann ich davon profitieren und so würde ich davon verlieren. Und ich finde, das hat es eigentlich recht gut halt auf den Punkt gebracht. Und dahingehend, wenn da irgendwer auch Fragen hat, ich schätze, du bist keinem böse, wenn dir irgendwer eine DM schreibt. Na, auf keinen Fall. Dürfte natürlich. Sind ja auch nicht so viele Hörerinnen. Und wenn dann noch mehr sich das anhören wollen oder werden, bin ich natürlich auch erreichbar. Das ergibt sich dann eh. Wichtig ist immer dazu schreiben, hey, aus dem Chat, ich bin aus dem Chat, Carnation, weil ich werde ja tagtäglich, weil ich in so viele Chats bin, bei Telegram zumindest, werde ich ja von 100 Leuten angeschrieben, weißt du, diese Scammer, die dich anschreiben. Ja, ja. Darum immer dazu schreiben, von wo ihr kommt, weil sonst weiß ich es wirklich nicht und dann lösche ich es vielleicht aus Versehen. Nee, also wenn ihr da Fragen habt, gerne dem Rudel auch privat schreiben. Bei uns bist du ja auch. Vielleicht liest man ja das ein oder andere Mal was von dir auch, wenn du beschäftigt bist, würde mich freuen. Und ansonsten, weiß ich nicht, kann man sich ja auch gerne in ein paar Wochen mal wieder zusammensetzen und einfach nochmal plaudern über, wie es bei CBB auch schon gemacht worden ist, einfach so aktuelle Geschehnisse und was halt so passieren könnte, falls das jetzt auch die Leute interessiert. Ne? Ja, das ist noch kurz in der Nachricht an alle im Chat. Ja, wir machen bei CBB jede Woche, Dienstag, ein Call über die Geschehnisse. Und der liebe Gero führt den Call. Der ist halt sehr stark im Finanzmarkt aktiv. Okay. Und ich denke, ein anderer Kollege von mir, den werde ich auch mal vorstellen. Ja,
Kann ich sicher mal, bin ich sicher gerne auch einmal dabei und als Zuhörer, gell? Auf jeden Fall. Und ja, dann ihr beide so als. Ich bin auch im Photovoltaikbereich unterwegs mit einem tollen Produkt, sehr konservativ. Und wir machen gerade mit der Föst, ich kann es dir sagen, kannst du auch googeln, wenn du willst, mit der Föst machen wir gerade ein 80 Megawatt Photovoltaik-Pack. 80 Megawatt. Also, wenn du alle Firmen, die größten Konzerne, BMW, VW in Österreich zusammentust, haben die keine 30 Megawatt Verbrauch. Und wir produzieren 80 Megawatt, jetzt wollen wir mit der Föst gerade aufbauen. 8 Megawatt stehen schon, oder werden gerade, also sind gerade im Aufbau. Und da können die Kunden natürlich partizipieren. Die Firma heißt Sun Contracting, wenn irgendjemand Interesse hat. Wir machen nichts für Privatkunden, das ist rein nur für Investoren. Aber man kann, wenn man will, sein Geld dort parken und man kriegt über 5,5% jährlich. Das ist zwar natürlich nichts im Verhältnis zu Kryptowährungen, aber wenn ihr Eltern habt oder Leute, die sehr konservativ veranlagen wollen, auch in diesem Bereich habe ich extrem lukrative Möglichkeiten mit einer Garantie. Natürlich, die Garantie hängt davon ab, dass es in Euro noch geben wird in die nächsten 5 Jahre. Das muss man auch dazu sagen, gell? Also Risiko natürlich, Totalverlustrisiko haben alle Geldanlagen, das darf man auch nicht vergessen, außer jetzt meiner Meinung nach Gold. Aber alle Kapitalanlagen haben das Totalverlustrisiko, aber auch das Sparbuch, gell? Und der Euro besonders. Das darf man nie vergessen. Das muss man immer im Augenwinkel haben. Da gebe ich. Na, dann hätte ich gesagt, beenden wir es mit dem Wort zum Sonntag von dir. Perfekt. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Vielen Dank für eure Zeit heute, Leute. Es war mir eine Freude. Und habt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Ciao. Ciao.